So, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, sehr geehrter Herr Vizebürgermeister, Kollegen Stadträtinnen, Stadträte, Gemeinderätinnen, Gemeinderäte, liebe Damen und Herren zu Hause, ich darf Sie ganz herzlich zur heutigen Sitzung des Gemeinderates der Stadtgemeinde Mistelbach begrüßen, darf den obligaten Hinweis geben, dass diese heutige Sitzung live ins Internet übertragen wird und bitte Sie, das zur Kenntnis zu nehmen, weil es nicht auszuschließen ist, dass Sie auch im Zuschauerbereich von den Kameras erfasst sind. Ich darf feststellen, dass ordnungsgemäß eingeladen wurde und die Beschlussfähigkeit gegeben ist. Ich darf als entschuldigt vermelden die Frau Stadträtin Dora Polke, die Frau Gemeinderätin Elisabeth Kastner sowie die Gemeinderäte Bernhard Schmatzberger und Jürgen Fenz. Ich darf zur Kenntnis bringen, dass ein Dringlichkeitsantrag der SPÖ-Gemeinderatsfraktion eingegangen ist und darf diesen im Namen des Herrn Gemeinderates Matthias Rausch verlesen. Das unterfertigte Mitglied des Gemeinderates stellt gemäß § 46 Absatz 3 der Niederösterreichischen Gemeindeordnung den Antrag nachstehenden Verhandlungsgegenstand Unterstufengymnasium in Mistelbach in die Tagesordnung der heutigen Sitzung des Gemeinderates aufzunehmen. Der Hohe Gemeinderat möge beschließen. Der Gemeinderat setzt sich dafür ein, dass Mistelbach ein Gymnasium mit Unterstufe bekommt, beziehungsweise das bestehende Bundesoberstufengymnasium um eine Unterstufe erweitert wird. Der zuständige Ausschuss soll Argumente und Konzepte entwickeln, um das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung sowie die Bildungsdirektion Niederösterreich zu überzeugen, eines der geplanten Gymnasien in Mistelbach zu errichten. Die zuständigen Verantwortlichen in der Gemeinde werden beauftragt, Kontakt mit dem BMBWF sowie der BDNOE aufzunehmen und Lobbyarbeit für den Standort Mistelbach zu leisten. Es gibt auch, also das wäre der Antrag. Die Begründung darf ich auch noch verlesen, wie aus der Zeitung Kurier vom 11. Mai 2021 zu entnehmen ist, plant das Bildungsministerium gemeinsam mit der Bildungsdirektion Niederösterreich die Einrichtung von Gymnasien rund um den Ballungsraum Wien. Einer dieser Standorte soll im Nordosten von Wien gefunden werden, so der Kurier vom 11.5. Grund dafür ist, dass die Anzahl an Schülerinnen, die nach der Volksschule ins Gymnasium drängen, rapide angestiegen ist. Wenn in den 70er Jahren noch etwa 25% nach der Volksschule ins Gymnasium gingen, sind dies heutzutage bereits 40%. Die verschiedenen Schwerpunkte der Gymnasien, wie zum Beispiel Informationstechnologie, bieten neben einer fundierten Allgemeinbildung auch einen möglichen Berufseinstieg nach der Matura. In der Stadtgemeinde Mistelbach gibt es ein Oberstufen-Realgymnasium, aber keine Unterstufe. Die Schülerinnen aus Mistelbach und Umgebung, die die Unterstufe besuchen möchten, müssen zwangsläufig auspendeln. Mistelbach ist auch verkehrstechnisch gut angebunden. Neben Bahn und Bus liegen wir direkt an der Autobahn A5, was stark für den Standort spricht. Eine Unterstufe würde die Frequenz an Besucherinnen erhöhen und somit auch einen wirtschaftlichen Beitrag für die Stadtgemeinde Mistelbach bringen, gezeichnet Matthias Peter Rausch und seine SPÖ-Fraktion. Ich darf diesen Antrag ohne Diskussion, wie sich das für einen Dringlichkeitsantrag gehört, zur Abstimmung bringen und bitte um ein Zeichen mit der Hand, wer für diese Aufnahme in die Tagesordnung ist. Die Gegenprobe, wer ist gegen diesen Dringlichkeitsantrag? Gibt es eine Enthaltung? Danke, dieser Dringlichkeitsantrag ist einstimmig angenommen und wird folglich in der Tagesordnung aufgenommen als Punkt Nummer, ich glaube, 20, aber ich bin mir nicht sicher. Das werden wir noch geschwind prüfen. Ja, es ist quasi der Punkt 20, der letzte, der dann im öffentlichen Teil stattfindet. Ich darf fortfahren in der Tagesordnung mit meinem Bericht. Zuallererst möchte ich einen Punkt ansprechen, den ich das letzte Mal vergessen habe und normalerweise am Ende des öffentlichen Teils mache. Ich möchte mich ganz herzlich bei jenen Bediensteten der Stadtgemeinde Mistelbach bedanken, die für diese hervorragend organisierte Gemeinderatssitzung verantwortlich sind, insbesondere den Technikern, namentlich dem Herrn Lukas, dem Herrn Janoschek, dem Saalwart, das ist der Herr Woditschka, und in ganz besonderer Weise der Frau Ingrid Oppenauer, die in besonders angenehmer und ruhiger, professioneller Art und Weise die Vorbereitung dieser Gemeinderatssitzung organisiert hat mit ihrem Team gemeinsam. Herzlichen Dank dafür. Applaus.
Bevor ich meinem Bericht beginne, muss ich natürlich noch bekannt geben, dass gegen die Verhandlungsschrift vom 16.03. keine Einwendungen eingegangen sind und folglich das Sitzungsprotokoll über die Sitzung vom 16. März 2021 als genehmigt gilt. Jetzt kommt mein Bericht. Ich darf den kurz fassen. Zum Verwaltungsverfahren Eisenbahngesetz hat in gegenständiger Angelegenheit am 30. März 2021 eine Verhandlung vor dem Landesverwaltungsgericht Niederösterreich stattgefunden, wo die Stadtgemeinde Mistelbach wieder durch Rechtsanwalt Dr. Beber vertreten war. Sämtliche Anträge der ÖPB Infrastruktur AG wurden abgewiesen. Die ordentliche Revision an den Verwaltungsgerichtshof wurde nicht zugelassen. In der Begründung stützt sich das Landesverwaltungsgericht nunmehr auf unsere von Beginn an gleichgebliebene Argumentation, wonach die durchgeführten Sanierungsmaßnahmen keine Änderung darstellen, die eine Kostenbeteiligung der Stadtgemeinde Mistelbach rechtfertigen würden. Das Ergebnis bedeutet einen finanziellen schönen Erfolg der Stadtgemeinde Mistelbach, wobei noch nicht klar ist, ob die Gegenseite ein außerordentliches Rechtsmittel erhebt. Punkt Bertha, Ferienbetreuung 2021 in den niederösterreichischen Landeskindergärten. In diesen ist in den ersten drei und außer im niederösterreichischen Landeskindergarten Stadt in den letzten drei Ferienwochen eine Ferienbetreuung zustande gekommen. In jenen drei Wochen, in der die Kinderpädagogin nicht im Dienst ist, unterstützt eine Ferialpraktikantin die Kinderbetreuerin. In den Landeskindergärten Mistelbach Nord, Erich Bertel und am Schlossberg muss noch zusätzliches Personal gestellt werden, um die Ferienbetreuung entsprechend dem Personalschlüssel laut Kindergartengesetz abhalten zu können. Ferienbetreuung in den mittleren drei Ferienwochen in den niederösterreichischen Landeskindergärten. Mit Schreiben vom 23. März 2021 informiert das Land Niederösterreich, dass Gemeinden, die eine Ferienbetreuung in den mittleren drei Ferienwochen anbieten, mit 500 Euro je Woche gefördert werden. Die Voraussetzungen für den Erhalt lauten Mindestanzahl der Kinder 5, maximal 12 und eine pädagogische Ausbildung der Betreuerin. In der letzten Sitzung des Gemeinderatsausschusses 3 wurde eine Ferienbetreuung für die ersten und die letzten drei Ferienwochen beschlossen, keine aber für die mittleren drei Ferienwochen. Bisher kam nämlich nur eine Anfrage einer Mutter für die Betreuung in den mittleren drei Ferienwochen. Niederösterreichischer Landeskindergarten Mistelbach Nord, Förderung Baukosten vierte Gruppe. Der Niederösterreichische Schul- und Kindergartenfonds berichtet, dass der Stadtgemeinde Mistelbach für den Bau der vierten Gruppe im Kindergarten Mistelbach Nord eine Beihilfe in Form eines Annuitätenzuschusses für ein förderbares Darlehen in Höhe von 150.500 Euro in der Form von 7% Zinsen für ein ermitteltes fiktives Darlehen in Höhe von 50% der abgerechneten Kosten für eine Laufzeit von 15 Jahren gewährt wird. Der Mittelschullehrer Gerhard Paar stellte in einem Gesprächstermin ab 16. März 2021 in der Kulturabteilung ein sehr ambitioniertes Projekt vor, welches ab dem kommenden Schuljahr umgesetzt werden soll. Das heißt Kunst, Kultur, Kommunikation und soll in diesem neuen Schulzweig, der hier ins Leben gerufen wurde, mit Schülern eine Art bildlicher Fremdenführer umgesetzt werden, der historische Geschichten unter Einbeziehung von Denkmälern und Kunstobjekten zum Thema haben wird. Herr Paar benötigt dazu Kontakte von Persönlichkeiten aus Mistelbach zur direkten Vermittlung der Erzählungen an die Schüler. Der Stadtrat Schimmer bietet die Möglichkeit an, nach der ersten Schaffensperiode von 4 Jahren eine Ausstellung in der M-Zone als Anreiz zu veranstalten bzw. einen Kontakt zum Kunstverein herzustellen für eine Kooperation. Weiters könnte die Gemeinde mit der Bekanntmachung über gemeindeeigene Medien unterstützen. Es soll auch eine erste Präsentation der Werke im Dezember 2021 im Rahmen des ersten Wichtelbacher Advents in der Aula der Mittelschule stattfinden, wo man sich von der Qualität der Zeichnungen überzeugen kann. Außerdem soll es einen bildlichen Fremdenführer für die touristische Vermarktung von Mistelbach geben, da eine Übersetzung in 3 Sprachen und eine digitale Abrufbarkeit über QR-Code geplant ist. Die Planungen für die Sommerszene 2021 laufen. Mit Künstlern sind Termine bereits abgesprochen, noch nicht alle schriftlich fixiert. Für den Gastronomiestand Leuchtturm gibt es eine Lösung. Der Herr René Panzer, der im G3 den Weinviertelshop betreibt, hat sich bei der Stadtgemeinde Mistelbach um den Standplatz in der Sommerszene beworben. Nach Rücksprache mit Kulturstadtrat und Sachbearbeiter soll er in Verhandlung gehen mit den Eigentümern des Leuchtturms. Ihr erinnert euch, da ist dieses Verlassenschaftsverfahren noch im Gange. Herr Panzer hat mitgeteilt, er wird den Leuchtturm kaufen und betreiben.
hat die Vereinbarung für die Sommerszene begutachtet und unterschrieben. Im Sommer sind immer noch Einschränkungen bei Großveranstaltungen zu erwarten und in einer Besprechung mit Bürgermeister, Kulturstadtrat und Sachbearbeiter wurde über die beiden großen Sommerveranstaltungen gesprochen und da wurde angeregt, dass das Bezirkshauptstadtfest nicht stattfinden soll, also abgesagt werden soll und die Sommerszene mit den gültigen Bestimmungen abgehalten werden kann. Am Dienstag, den 4. Mai, hat es dann eine Besprechung mit den Wirten der Sommerszene gegeben, bei der festgelegt wurde, Termin Freitag, 2. Juli bis Sonntag, 29. August. Es soll eine Online-Sitzplatzreservierung geben, man soll also schon im Vorfeld sich einen Sitzplatz online buchen können, da so der zugewiesene Sitzplatz und die Registrierungspflicht gleichermaßen erfüllt werden können und es beim Eingang zu kürzeren Wartezeiten kommt. Am letzten Wochenende, das wäre eigentlich das Stadtfestwochenende, wird in der Sommerszene ein Ersatzprogramm zum Stadtfest angeboten. So soll am Freitagabend eine Musikgruppe spielen, Samstagnachmittag ein Kasperltheater geben und Kinderprogramm und am Abend Live-Musik. Am Sonntag soll eine Festmesse und anschließend ein Frühschoppen mit Neumarkter Bierenstich in Kooperation mit der Hauerinnung stattfinden und am Abend ein Musikausklang geboten werden. Auf der Wiese beim Weinlandbad ist geplant, dass es einen Vergnügungspark geben soll. Das ist alles in der konzeptiven Phase. Noch nichts ist fix, aber mal sehen, wie das möglich sein wird. Regionalverband Europaregion Weinviertel, da hat es eine Hauptregionsversammlung gegeben und am 12. April, ich habe an dieser Sitzung teilgenommen, die PowerPoint soll via Gemeindecloud den Mandataren zur Verfügung stellen und auch der Tourismusverband Östliches Weinviertels hat seine Hauptversammlung gehabt, da war der wesentliche Punkt, dass die Vollversammlung beschlossen hat, dass nun auch die Gemeinde Welm-Götzendorf und die Marktgemeinde Spanberg in den Tourismusverband Östliches Weinviertel aufgenommen werden möge. Ihr erinnert euch, der Tourismusverband Östliches Weinviertel ist ja der Verein, der Verband, wo auch wir als Stadtgemeinde Mistelbach quasi unseren kleinen Anteil am der Weinviertel Tourismus GmbH haben. Ich bin da quasi auch in dieser Vollversammlung gewesen und habe teilgenommen für die Stadtgemeinde Mistelbach. Die Handouts, wo es auch um die Strategieentwicklung, um die Positionierung der Tourismusstrategie Weinviertel 2025 sehr schön beschrieben ist, soll auch den Mandataren in der Gemeinde Cloud zur Verfügung stehen, dass sie sich selbst davon ein Bild machen können. Die Weinlandbad-Saison 2021-Tarife wurden laut Gemeinderatsbeschluss valorisiert. Eine Erhöhung schlägt sich aber nur bei den Saisonkarten und Kabinenmieten nieder. Alle anderen Tarife der Tageskarten, Kurzzeitkarten und Zehnerblöcke bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert. Die exakten Tarife können Sie dann natürlich dem Protokoll bzw. unserer Homepage entnehmen. Bei Saison, Schwimmer- und Kurzzeitkarten, welche im Vorverkauf erworben wurden, kann der Eintritt aufgrund von gesetzlich vorgeschriebenen Besucherlimits nicht garantiert werden. Die Tages- und Kurzzeitkarten verlieren, wie schon im Vorjahr, mit dem Austritt ihre Gültigkeit. Das nennt man auch One-Way-Ticket. Das ist alles so wie in den Jahren davor. Den Zehnerblock kann man auch im Bürgerservice im Rathaus im Vorverkauf kaufen. Und zwischen 8.30 Uhr und 9.30 Uhr ist nur der Zutritt zum Sportbecken möglich. So, bevor ich den Herrn Jugendgemeinderat um seinen Bericht bitte, möchte ich noch zwei Punkte zu meinem Bericht anfügen, und zwar der Punkt 2j, touristisches Projekt am Dionysusweg. Sie alle, meine sehr geehrten Damen und Herren, werden die zahlreichen Medienberichte verfolgt haben, wonach es ja ein sehr interessantes touristisches Projekt in Mistelbach geben soll, am Dionysusweg oberhalb der landwirtschaftlichen Fachschule. Ich möchte hier in diesem offiziellen Gremium nur so weit Stellung nehmen, dass die Hand der Stadtgemeinde Mistelbach allen Beteiligten auch weiterhin ausgestreckt bleibt, weil es eine große Chance für das gesamte Weinviertel, für die gesamte Region ist, wenn hier in einem der schönsten Gebiete der Stadt ein touristisches Leitprojekt realisiert werden kann. Es ist so, dass im Grunde die Einigkeit darüber besteht mit dem Land Niederösterreich, in welchem exakten Bereich dieses touristische Projekt umgesetzt werden kann, also im Wesentlichen in einem maximal 2 Hektar großen Gebiet, das sich im Großen und Ganzen um Landesgründe handelt, oberhalb der landwirtschaftlichen Fachschule. Und der Projektbetreiber ist jetzt gerade in der Phase, wo er noch verhandelt,
mit der österreichischen Hotel- und Tourismusbank betreffend eines positiven Statements, denn es geht ja auch darum, dass natürlich ohne ÖHT ein großes touristisches Projekt in Österreich nicht gut umsetzbar wäre, weil die ÖHT ja sich einen Namen gemacht hat als die Experten rund um Finanzierungen von touristischen Projekten, egal ob es eben Hotel ist oder etwas anderes im Bereich Tourismus. Und hier würde ich empfehlen und habe ich auch mit allen Beteiligten in den letzten Tagen intensive Gespräche geführt, dass auf jeden Fall die Tür noch nicht zugeschlagen werden möge, sondern weitere Gespräche aufgenommen werden mögen, weil es ganz einfach eine Chance ist, die man meiner Meinung nach nicht einfach ziehen lassen sollte. Und auch die Wertschöpfung, die dadurch generiert werden kann, glaube ich, vielen anderen Punkten deutlich überlegen ist. Wir hätten heute ursprünglich im Gemeinderat ja den Grundankauf vom Land Niederösterreich beschließen sollen. Das wurde aufgrund eben noch offener Fragen heute nicht mehr geplant. Also wir werden jetzt heute im weiteren Verlauf dieser Sitzung über dieses Projekt nicht mehr sprechen, weil derzeit ganz einfach keine Notwendigkeit für den Grundankauf möglich ist. Aber ich bin mit allen Beteiligten so verblieben, dass in dem Moment, wo es nun eine Einigung gibt, wo quasi alle Player sich einig sind, dass das Projekt doch hier umgesetzt werden kann, wir umgehend einen schnell und kurzfristig einberufenen Sondergemeinderat durchführen können, in welchem dann diese Beschlüsse für den Grundankauf gefasst werden können, aber zum jetzigen Zeitpunkt sind einfach noch zu viele Fragen offen und ich darf hier als Bürgermeister auch, glaube ich, die Mehrheit des Gemeinderates hinter mich versammelt wissen, dass wir grosso modo begrüßen würden, ein solches Projekt in Mistelbach zu wissen. Der zweite Punkt, den ich noch sagen möchte, und zwar Einsatz für die Wiederöffnung der Laborambulanz im Weinviertelklinikum Mistelbach. Ich habe einen weiteren Anlauf bei Entscheidungsträgern des Landes Niederösterreich und der LGA, der Landesgesundheitsagentur, genommen, dass umgehend nach Entspannung der Covid-Situation im Klinikum die Ambulanz wieder ihren Betrieb aufnehmen möge. Denn der Zustand, was die Versorgung hier im Weinviertel und speziell auch im Mistelbach angeht, ist für unsere Patientinnen und Patienten untragbar. Es gibt wirklich das große Problem, dass Patienten im niedergelassenen Bereich nicht zu einer Blutabnahme kommen. Sie müssen entweder dafür Geld auf den Tisch legen oder sie müssen Strapazen einer weiten Anreise auf sich nehmen. Das ist eine Situation, die seit vielen Monaten für uns Weinviertler unzumutbar ist und ich habe daher mit maßgeblichen Entscheidungsträgern ein sehr fruchtbares Gespräch geführt und ich bin guter Dinge, dass sich hier demnächst etwas bewegt und ich hoffe, dass ich hier auch bald eine positive Meldung abschließen kann. Also vermelden kann, denn ich denke, das ist in unser aller Interesse, dass sich hier was tut. Das wäre mein Bericht und ich darf nun den Herrn Jugendgemeinderat Alexander Weig um seinen Bericht ersuchen zu Tagesordnungspunkt 3, bitte. Aha. Ja, ich wäre mit meinem Bericht fertig, aber wenn es schnell geht, machen wir geschwind eine Frage, bitte, Herr Gemeinderat. Ja, bitte. Gut, ist gut, weil eigentlich gibt es beim Bericht. Ah, okay. Nur eine Frage, also eine Stellungnahme eigentlich. Also, wenn es keine Frage gibt, aber das Hotelprojekt ist angesprochen worden und das möchte ich auch gleich hier nur vorausschicken. Also den Schülern ist ja auch wichtig, hier zu wissen, wie es denn weitergeht. Ein Wellness-Hotel in den Bergen in Mistelbach, von Aspern bis Mistelbach, für mich drei... Ja, ich mache nichts kaputt. Nur drei wesentliche Punkte. Ein Hotelprojekt ist wichtig natürlich in Mistelbach, mit Handschlagqualität auch, dass das für die Mistelbacher Bevölkerung auch zugutekommt. Das nehme ich dann wohl auch als Gemeinderat auch an. In den Medien ist zu sehen, zu lesen, Leitidee Gesundheit, Genuss, Wohlbefinden in Mistelbach. Das wollen wir alle. Und im zweiten Punkt, also Hotelprojekt, bin ich positiv gegenübergestellt, also wir alle eigentlich, denke ich schon.
Der zweite Punkt und dritte Punkt ist für mich besonders wichtig, zeitgerechte, transparente Information und Kommunikation des Gemeinderats sowie der Bevölkerung scheint mir auch sehr wichtig und deswegen denke ich auch frühzeitig auch zu informieren, weil das Projekt geht ja schon seit einem Jahr von Aspern bis nach Mistelbach und jetzt so weit. Und den Standort ist mir auch wichtig zu sagen. Aber wie gesagt, kommen wir mal zum zweiten Punkt der Reihe nach. Kann es sein, dass es im Blitzlichtgewitter vom Herrn Landtagspräsidenten Magister Karl Wilfing und dem Wirtschaftskammer-Vizepräsident Hakel dem Leuchtturmprojekt das Licht ausgeblasen wurde? Die Überraschung aus dem Nichts von den Mistelbacherinnen und wir Gemeinderäte wurden am 9. April informiert. Die Präsentation des Hotels mit 20 Millionen Euro Baukosten, Baubeginn schon 22, so auch jetzt die plötzliche oder möglicherweise plötzliche Aus des Projekts. Man kennt sich ja nicht mehr aus. Grund, sage ich nur, 5.000 Euro, also 5.000 Quadratmeter, 100.000 an Kommunalsteuern, Arbeitsplätze für Mistelbach, super toll. Es muss ja rasch gehen. Bitte verbaut uns aber nicht unsere Zukunft. So die Schüler der Winzerschule. Ein Hilferuf. Laut Medien scheint schon alles geregelt zu sein. So mit dem Land und dem Landtagspräsident Magister Karl Wilfing. Und ich bin schon bald fertig. Ja, gut. Aber ich sage nur eines. Dem Landtagspräsidenten Karl Wilfing, ein Landwirtschaftlicher, die eigene Schule, den Ackerboden abzugraben, welche von überregionaler Bedeutung ist, der eigenen Landwirtschaftsschule, seit 1698 als Kaiser Franz Josef Jubiläumswinzerschule genannt, eine Schule aufgebaut und frei für das und so weiter und für die Schüler vom Boisdorf übersiedeln da und es ausgebaut wird. Also ich denke, wir von der Gemeinderäte haben wieder besondere Verantwortung den Schülern gegenüber noch und der Mistelbacher Bevölkerung. Ich glaube, ihr hättet noch vieles zu sagen zu dem Projekt, aber mir geht es darum, dass wir auch hier Verantwortung den Schülern und dem Boden auch, Grund und Bogen und Ackerboden den Schülern auch haben und den Mistelbachern gegenüber. So. Wunderbar, vielen Dank für diese Wortmeldung. Der Tagesordnungspunkt heißt Bericht des Bürgermeisters. Ich habe mich bemüht, so objektiv wie möglich zu berichten. Es ist nicht so, dass dieser Tagesordnungspunkt heute hier auf der Tagesordnung steht und eine Diskussion wollte ich ehrlich gesagt vermeiden. Ein letztes Statement auch von meiner Seite als Replik an die Wortspende vom Herrn Gemeinderat. Ich finde es nicht ganz in Ordnung, dass man hier ein Schreckgespenst an die Wand malt, dass die Schule, der Schulstandort, die landwirtschaftliche Fachschule in irgendeiner Weise in Gefahr ist. Dem ist nicht so. Das wäre auch völlig falsch. Uns ist die landwirtschaftliche Fachschule unendlich wichtig. Wir stehen zur Schule, die gehört zu Mistelbach, wie viele andere Einrichtungen. Die wollen wir auf gar keinen Fall gefährden. Aber ich denke, mit etwas gutem Willen und mit entsprechendem Verantwortungsbewusstsein muss es gelingen, dass beides sich nicht gegenseitig ausschließt. Damit würde ich den Ball insofern aufnehmen, dass bei der nächsten Möglichkeit, wo ja der Gemeinderat ohnehin, wenn es denn zu diesem Projekt kommen sollte, was ich sehr hoffe, eine Sitzung abhalten soll, dann wird es Möglichkeit geben, alle Fürs und Widers entsprechend zu beleuchten und auch hier die Bevölkerung transparent zu informieren. Ich dachte, dass sowohl bei der Informationsveranstaltung der Mandatare sehr viele Informationen ausgetauscht wurden, dass das jetzt hier zu wenig war, kann ich rückwirkend nicht mehr ändern, aber man kann es pro futuro natürlich besser machen, dass die Kommunikation hier in Zukunft besser wird. Grundsätzlich sollte so ein Projekt nicht gefährdet werden, denke ich, durch schlechte Kommunikation. Also insofern gelobe ich Besserung. Wenn hier etwas besser zu kommunizieren ist, dann werden wir das sicher für die Zukunft so machen. So, nachdem der Tagesordnungspunkt 2 jetzt endgültig beendet ist, bitte ich den Herrn Jugendgemeinderat um seinen Bericht, bitte. Sehr geehrte Mitglieder des Gemeinderates,
Liebe Zuseher, online wie offline. Etwas über ein Jahr ist es mittlerweile her, als ich zum ersten Mal für ein politisches Amt, in meinem Fall zu dem des Jugendgemeinderates der Stadt Mistelbach, gewählt wurde. Jugendlich zu sein, heißt frei sein, heißt Grenzen austesten wollen, heißt ungebunden sein, heißt sich zusehends von seinen Eltern zu entkoppeln und dagegen Zeit mit den Personen zu verbringen, mit welchen man sein Leben zu gestalten selbst entschieden hat. Insbesondere Letzteres gestaltete sich angesichts der fortdauernden Pandemie geradezu verkehrt herum. Auch die Orte, an denen sich Jugendliche gerade in ländlichen Gegenden wie in Mistelbach gerne treffen, also die Jugendheime, haben geschlossen. Während das in Mistelbach tätige Streetworker-Team rund um den Verein YouBest auch in Zeiten des Lockdowns ihrer Arbeit nachging, musste inzwischen auch die Verschiebung der Eröffnung des neuen Jugendheimes in Pasdorf verschoben werden. Dennoch sehnen sich die Jugendlichen freilich nach Zeit, die sie wie früher ungetrennt von Kabeln und Monitoren miteinander verbringen können. Kein Strohhalm wird ungenutzt gelassen, so haben mich auch Anrufe erreicht, in denen erfragt wurde, ob man nicht, freilich unter Einhaltung der Mindestabstände und dem Tragen von FFP2-Masken, trotz des Lockdowns zumindest einen Maibaum vor dem Jugendheim aufstellen könnte. Same procedure as every year. Ich habe daraufhin recherchiert, was die Gesetzesgrundlage hergibt und musste nach einer Aussendung des NÖ-Gemeindebundes darauf verweisen. Einen Maibaum aufzustellen ist gestattet, jedoch nur, wenn man ihn von einer damit beauftragten Firma aufstellen lässt. Angesichts der kommenden Öffnungsschritte hoffe ich sehr, dass man über solche Kleinkariertheiten bald schon so lächeln wird können, wie diese lächerlich sind. Kontaktbeschränkungen, Ausgangssperren, Verbot von Sport und anderen Freizeitaktivitäten. Dies war uns, der sogenannten Generation Z oder den Millennials, bis dato nicht bekannt. Unsere Eltern jedoch durften angesichts der Ereignisse von Tschernobyl, welche sich vor kurzem erst zum 35. Mal jährten, zumindest eine Ahnung davon bekommen, was es heißt, daheim isoliert zu sein, während draußen Gefahr und Krankheit lauert. Die Erfahrungen von Corona können wir, ihre Kinder, nun mit ihnen teilen. Erfahrungen aber kennzeichnen sich dadurch, dass diese stets aus unterschiedlichen Perspektiven heraus gemacht werden und nie nur von der einen Erfahrung im Singular gesprochen werden kann. Die diesjährige Ö3-Jugendstudie hat ihren Fokus daher besonders auf den Umgang von Jugendlichen mit der Corona-Krise gestellt. Bereits eingangs wird die Frage nach dem in den Medien transportierten Topos der Lost Generation gestellt. Lost Generation, eine Generation also, die ihr Leben durch die Corona-bedingten Einschränkungen und Veränderungen bereits weitgehend als verwirkt ansehe. Zumindest die Teilnehmenden der Studie setzen dem eine klare Antwort. Und sie verneinen diese Etikettierung zu über 65%. Es ist also erkennbar, es gibt durchaus eine Differenz zwischen der Selbsteinschätzung der Jugendlichen und vielen oft selbsternannten Psychologen, denen es in öffentlichkeitswirksamen Statements eigentlich nur um das Ausspielen zwischen physischer und psychischer Gesundheit geht. Und auch ich stelle mir die Frage, wie viele verlorene Jahre denn man eigentlich ansammeln könnte im Leben, würde man jene in einem falschen Studium, einem falschen Job oder vielleicht in einer falschen Beziehung hinzurechnen. Dann sind es laut Umfrage sogar 55%, welche imstande sind, etwas Positives aus der aktuellen Corona-Krise zu ziehen. Darüber möchte ich aber auch sagen, dass dieser vielgenutzte Stehsatz, dass jede Krise eine Chance ist, ja eigentlich ein Blödsinn ist, wie ich finde. Eine Krise ist zuallererst eins, nämlich eine Krise. Nur, wenn diese schon einmal da ist, ist es halt auch günstig, selbst eine Reflexion am eigenen Handeln anzustellen.
In dem Zusammenhang denke ich auch an den Satz des Wiener Hochschullehrers Konrad Paul Liesmann, der fragt, was von dem, was wir vorher falsch gemacht haben, hat diese Krise mitbedingt? Und da könnte man nun bestimmt allerhand Dinge aufzählen. Sie lassen sich aber, wie ich finde, auf eines verdichten, nämlich, dass uns die Konsequenzen unseres eigenen Handelns in unterschiedlichen Situationen allzu oft nicht bewusst sind. Dazu passend beantworten die Jugendlichen in der Studie die Frage, ohne Solidarität geht's nicht im Leben, zu 94% mit Ja. Desto jünger die Teilnehmer, desto deutlicher. Die Öffnungen des 19. Mai, aber auch Wertehaltungen wie die letztgenannte, sind Licht am Ende des Tunnels. Danke. Herzlichen Dank, Herr Jugendgemeinderat, für deine nachdenklichen Worte. Ich denke, die sollten wir sickern lassen. Jedenfalls bitte ich jetzt zum Tagesordnungspunkt 4 Subventionsansuchen zunächst den Stadtrat Schimmer heraus. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, Herr Vizebürgermeister, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, Stadt- und Gemeinderätinnen und Gemeinderäte, liebes Publikum hier im Saal und zu Hause. Wir kommen vorerst zu zwei Subventionsansuchen aus dem Bereich Kultus und Kirche. Das römisch-katholische Pfarramt St. Martin in Mistelbach hat mit Schreiben vom 23. Februar um eine Subvention für die Pfarrtätigkeit angesucht. Der Graf IV hat in seiner Sitzung am 8. April vorgeschlagen, eine Subvention in der Höhe wie in den Vorjahren von 400 Euro zu gewähren. Ich bitte auch den Gemeinderat um seine Zustimmung. Der Stadtrat hat einstimmig diesen Ansuchen zugestimmt. Ich darf fortsetzen mit einem zweiten Ansuchen des Pfarramtes St. Martin Mistelbach. Betrifft den Fronleichnamsumzug, wobei ich zum heutigen Tag noch nicht weiß, ob der tatsächlich stattfinden wird. Für den Fall, dass er stattfinden wird, wurde wie in den Vorjahren angesucht, für die Übernahme der Kosten für die Bewirtung der Musiker und der Zunftfahnenträger, sofern es die Corona-Bestimmungen zulassen, dass der Fronleichnamsumzug stattfindet. Im Graf 4 gab es Einigkeit darüber, dass diese Subvention in der Höhe von 15 Euro pro Musiker für maximal 25 Musiker und die Verpflegungskosten für die Fahnenträger von ebenfalls maximal 15 Fahnenträger mit je 15 Euro übernommen werden sollen, und es sollen Bons übergeben werden. Der Stadtrat hat diesem Ansuchen zugestimmt, einstimmig. Ich bitte auch den Gemeinderat um Zustimmung. Ich komme im Weiteren zu zwei Subventionsansuchen, die Kulturvereine betreffend, zuerst zur Blasmusikförderung. Es haben 9 Blasmusikkapellen um die Förderungen im Rahmen der Richtlinien angesucht, und die Ansuchen wurden überprüft natürlich und die den Förderungsrichtlinien entsprechenden Punkte errechnet, sodass sich für folgende Blasmusikkapellen folgende Beträge ergeben. Für die Ortsmusik Frettingsdorf 201,47 Euro, die Ortsmusik Pasdorf 228,33 Euro, die Ortsmusik Siebenhirten 1.343,09, die Ortsmusik Kettlersbrunn 221,61, die Jagdhornbläsergruppe Zeiertal 315,63, die Ortsmusik Hörersdorf 846,15, der Musikverein Ebendorf 302,20, der Blasmusikverein Eibestal 1.081,20 und die Stadtkapelle Mistelbach 960,32, insgesamt also die zur Verfügung stehenden 5.500 Euro.
Der Ausschuss hat einstimmig zugestimmt, der Stadtrat hat einstimmig zugestimmt. Ich bitte auch den Gemeinderat, wie vorgelesen, diese Subventionen zu bewilligen. Ich komme jetzt schon zum letzten Förderungsansuchen, die Kunst- und Kulturvereinsförderung für 2021 betreffend. Sie wissen ja alle und wir wissen ja alle, wir haben Ende letzten Jahres die Förderungsrichtlinien mehrheitlich, mit großer Mehrheit beschlossen. Es haben 13 Vereine angesucht, fristgerecht zum 31. März. Nach Überprüfung der Ansuchen ergeben sich aufgrund unserer Richtlinien folgende Beträge für folgende Vereine: Gellergasse Pfandnerweg 1817,47, Horch-Hörersdorf Chor 679,37, Freie Werkstatt 578,95, Kulturbund Weinviertel 355,79, Schlössel Advent 618 Euro, A Cappella Chor 857,89, Kirchenchor Siebenhirten 534,32, Stadtchor Mistelbach 523,16, Mistelbacher Volkstänzer 941,58, Kunstverein Mistelbach 5588,42, Chorkon Chor 657,05, Verein Erste Geige 6336,42 und der Baumkreis Weltlinerland 411,58 Euro, also insgesamt 19.800 Euro. Im Kulturausschuss gab es Einstimmigkeit darüber, im Stadtrat gab es Einstimmigkeit, dass diese Beträge und Subventionen so ausbezahlt werden sollen. Ich bitte auch den Gemeinderat um diesbezügliche Zustimmung. Gut, es gibt also 4 Anträge zum Thema Kultursubventionen. Gibt es Fragen an den Herrn Stadtrat? Wenn dem nicht so ist, möchte ich alle 4 auf einmal abstimmen. Bitte um ein Zeichen mit der Hand. Gibt's irgendwelche Wortmeldungen? Wenn nicht, bitte um ein Zeichen mit der Hand. Wer für diese 4 Anträge ist, Gegenstimmen, Enthaltungen? Danke, das war einstimmig. Damit der Stadtrat Harrer mit dem Jakobsweg Weinviertel im Wesentlichen auch eine Subvention. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, geehrte Zuseher hier im Saal und online. Es geht um den Verein Jakobsweg Weinviertel. Der Verein Jakobsweg Weinviertel hat sich zum Ziel gesetzt, die Erhaltung des Weinviertels des Jakobswegs. Um das zu erreichen, hat er auch einige Aktivitäten immer gesetzt. Die möchte ich nur auszugsweise, hat uns der Verein diese vorgelegt für die Gemeinde. Es erschien zum 10-jährigen Bestehen, zum Jubiläum, das Buch Muschelkraft, das der Rudi Weiß und der Gottfried Lawurm präsentiert haben. Es wurde eine Gesamtbegehung des Jakobswegs Weinviertel von Drasenhofen nach Krems organisiert. Das jährliche regionale Pilgertreffen mit einem Fachreferenten ist für Herbst 2021 geplant. Es gibt jährliche Kontrollbegehungen. Es gibt Werbemaßnahmen, wo zum Beispiel in Wien mehrere Straßenbahnen mit Weinviertel-Brandings gefahren sind. Bei der Ferienmesse 2020 wird sich der Verein präsentieren. Es gibt ein Reisehandbuch, wo zurzeit ein Jakobswegweiser mit einem Buchverlag erarbeitet wird. Und das alles kostet Geld und deswegen ersucht uns der Verein Jakobsweg, wie auch in den Vorjahren, wieder um eine Spende oder um eine Förderung. Der Kreis 6 hat in seiner Sitzung vom 13. April einstimmig den Beschluss gefasst, so wie auch in den Jahren vorher, 600 Euro dem Verein Jakobsweg zur Förderung beizutragen. Der Stadtrat hat dem zugestimmt, ich ersuche auch den Gemeinderat um Zustimmung. Und ich stelle den Antrag, wer ist für diese Subvention? Gibt es Einstimmigkeit, Gegenprobe, Enthaltungen? Danke, das war einstimmig. Dann bitte ich um einen Punkt die Frau Stadträtin Hugel heraus. Da geht es um die Katastralgemeinde Hüttendorf. Hier wird die WC-Anlage renoviert, wenn ich richtig informiert bin. Sehr geehrte Damen und Herren, werte Kollegen.
Der Verschönerungsverein in Hüttendorf hat in der alten Schule die WC-Anlagen renoviert. Fenster und Türen sind neu gemacht worden, neu verfliest und sämtliche Installationen wurden ersetzt. Die Gesamtkosten betragen 8.000 Euro. Die Arbeiten der Verschönerungsverein Hüttendorf ersucht um finanziellen Zuschuss in der Höhe von 4.000 Euro. Der Stadtrat hat seine Zustimmung gegeben. Ich bitte auch den Gemeinderat um seine Zustimmung. Dieser Bitte schließe ich mich an. Wer möchte diesen Antrag positiv abstimmen? Einstimmig sehe ich, oder? Gibt es Gegenstimmen oder Enthaltungen? Dankeschön. Damit darf ich den Herrn Stadtrat Ladengruber bitten. Der hat einige Sportsubventionen. Ich würde dich bitten, dass du alle vier en bloc vorträgst. Dankeschön. So, Herr Bürgermeister, Herr Vizebürgermeister, geschätzte Kollegen des Gemeinderates, werte Zuhörer, ich bitte um Zustimmung und zwar für vier Subventionen. Der Stadtrat hat schon zugestimmt und zwar für die Weinviertel Spartans. Die Weinviertel Spartans feiern heuer das 10-jährige Jubiläum. Seit letztem Jahr ist der Misselbacher Florian Konsel der neue Obmann und ich muss sagen, die Zusammenarbeit funktioniert bestens. Der Gra 9 hat beschlossen, für die Nutzung des Sportzentrums eine Pauschale von 2.500 Euro. Diese Pauschale nur auf Zeit gewährt wurde, hat der Weinviertel Spartans angesucht, auch heuer wieder die 2.500 Euro zu verrechnen. Ich bitte um Zustimmung. Sportunion Stockschützen Mistelbach, nachdem im Jahr 2020 die Stockbahn durch die Corona-bedingten Vorgaben der Regierung kaum nutzbar war, ersucht die Sportunion Stockschützen Mistelbach um rückwirkende Reduktion der Bahnmiete, jährlich 331,38 Euro um 50%. Der Gra 9 hat zugestimmt, ich bitte auch, der Stadtrat auch, ich bitte auch den Gemeinderat um Zustimmung. Sportunion Mistelbach-Sektion Volleyball und Beachvolleyball. Die Sportunion Mistelbach-Sektion Volleyball und Beachvolleyball ersucht um Umbau des Beachsoccerplatzes im Weinlandbad zu Beachvolleyballplätzen. Entsprechend Anforderungen für offizielle Turniere. Bei einer gemeinsamen Besichtigung wurde der Platz ausgemessen und es wurden drei Beachvolleyballplätze für möglich gehalten. Die Sportunion Mistelbach suchte der Stadtgemeinde Mistelbach zwei dieser drei Netzanlagen anzukaufen. Die Kosten belaufen sich auf 3.041 Euro. Ich bitte auch den Gemeinderat um Zustimmung. Subventionsansuchen für die FC Spuso Mistelbach Precarium. Am 1. Februar 2021 fand im Sitzungssaal des Rathauses Mistelbach eine Besprechung zwischen dem Obmann des FC Spuso Mistelbach und Vertretern der Stadtgemeinde Mistelbach statt. Anwesend war der Herr Bürgermeister Erich Stumpfoll, Vizebürgermeister Manfred Reiskopf, meine Wenigkeit Stadtrat Leo Holi, Christoph Gahr und Leopold Born. Thema der Besprechung war eine Änderung der Barsubvention an den FC Spuso Mistelbach, die außerhalb der Sportförderungsrichtlinie laut Precarium, also laut Vertrag, vergeben wird. Dieser Barbetrag wird schrittweise reduziert werden, bis dieser Null ist. Dies wurde in einem Zusatz zum Precarium wie folgt niedergeschrieben. Zusatz zum Precarium genehmigt in der Sitzung des Gemeinderates vom 29. März 2011. Abgeschlossen zwischen der Stadtgemeinde Mistelbach und dem FC Weinviertel Mistelbach. Der Punkt 2. Das Precarium soll derart abgeändert werden, dass der darin genannte Barleistungsbetrag in der Höhe von 7.400 Euro schrittweise alle Quote zur Erhöhung der Sportförderung, die in der Legislaturperiode des Gemeinderates 2020 bis 2025 entsprechend angehoben werden soll, auf Null gesenkt wird. Dazu ist zu sagen, dass wir quasi jetzt für die ungefähr 20 Vereine 60.000 Euro an Sportförderung ausschütten und wir wollen sukzessive in den nächsten 2-3 Jahren die Sportförderung auf 120.000 Euro erhöhen. Das heißt, in der Übergangszeit wird der Barleistungsbetrag jährlich um die prozentuelle Erhöhung der Sportförderung gesenkt
wobei als Basis vom Betrag von 2020 in der Höhe von 60.000 Euro ausgegangen wird. Das heißt, dass wir dann nur mehr eine Richtlinie haben, wo die Vereine dann die Subventionen bekommen. Alle anderen Punkte des Prekarium bleiben unberührt. Der FC Spusum Misselbach hat diesen Zusatz in einer Vorstandssitzung besprochen und genehmigt und liegt als Zusatz vor. Der Vizebürgermeister hat auch eine Stellungnahme zum Prekarium abgegeben. Der Gra 9 hat den Beschluss gefasst, wir sollen dann zustimmen, auch der Stadtrat. Ich bitte auch den Gemeinderat um Zustimmung. Gut, ich würde gerne die ersten drei Punkte, Weinviertel Spartans, Union Stockschützen und Sportunion Mistelbach, einmal in einem abstimmen, wenn es keine Fragen gibt. Und bitte also um ein Zeichen der Zustimmung für diese ersten drei Subventionsansuchen. Gibt es Gegenstimmen oder Enthaltungen? Danke, das ist einstimmig. Und dann gibt es hier auch eine Befangenheit beim Thema Prekarium. Und aus diesem Grund stimmen wir das separat ab. Bitte um ein Zeichen der Zustimmung. Wer für diese Zusatzvereinbarung ist, so oder? Dann machen wir es einfacher. Da gibt es eine Zustimmung aus der SPÖ-Fraktion, Stadtrat Strobel, komplette ÖVP-Fraktion, Stadtrat Hohle, Stadtrat Pürkel, Stadträtin Markovic und Gemeinderätin Markovic, Gemeinderat Feichtinger. Habe ich mich geirrt, Verzeihung, die Hand vom Herrn Stadtrat Strobel habe ich falsch gesehen. Jetzt bitte die Gegenprobe. Wer ist gegen diesen Zusatz? Die gesamte SPÖ-Fraktion, mit Ausnahme vom Herrn Vizebürgermeister, wird erst draußen. Und eine Enthaltung oder zwei Enthaltungen? Drei Enthaltungen. Na gut, also wer will sich enthalten? Die Frau Gemeinderätin Liebminger und der Herr Stadtrat Brandstätter. Dann haben wir es richtig, oder? Hervorragend. Damit ist dieser Antrag jedenfalls mehrheitlich angenommen, so viel steht fest. Der Herr Vizebürgermeister darf wieder den Saal betreten. Die Frau Stadträtin Janka hat zwei Punkte bitte vorzutragen, wobei wir die getrennt abstimmen werden. Aber vortragen bitte en bloc. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, werte Kolleginnen und Kollegen des Gemeinderates, werte Zuhörer zu Hause und im Saal. Die Volkshilfe Misselbach-Stadt ersucht um Gewährung einer Subvention für die Vereinstätigkeit. Der Grad 10 hat in seiner Sitzung zugestimmt. Die Vereinsrichtlinien wurden erfüllt und wir suchen um eine Subvention in Höhe von 300 Euro. Subventionsansuchen für den Verein Verband für Ausbildung, Sport und Zucht für Hunde aller Rassen. Er sucht um eine Subvention zur Deckung, da keine Veranstaltungen stattgefunden haben, der Vereinstätigkeit im ganzen Jahr. Der Gra 10 hat zugestimmt, Vereinsrichtlinien wurden eingehalten und wir suchen um eine Subvention in Höhe von 300 Euro. Gut, dann drehen wir mal den Spieß um, solange die Frau Stadträtin noch da ist. VASZ, wer ist für diese Subvention? Gegenstimmen, Enthaltungen, das ist einstimmig und die Frau Stadträtin ist kurz draußen. Stimmen wir die Volkshilfe Misselbach Stadtsubvention ab, wer ist dafür? Gegenprobe, Enthaltungen, danke, das ist einstimmig mit der Abwesenheit der Frau Stadträtin, die jetzt den Saal wieder betreten darf. Herzlichen Dank, jetzt darf ich einspringen für die Frau Stadträtin Polke. Wir sind beim Tagesordnungspunkt 5, Arbeitsvergaben und Einkaufsbewilligungen und ich beginne mit der Kleinkindgruppe Rappelzappel. Diese soll übersiedeln und soll eine zweite Kleinkindgruppe errichtet werden. Da hat es am 3. März 2021 eine Verhandlung gegeben mit Vertretern des Landes Niederösterreich. Im Wesentlichen wurde alles soweit genehmigt und es soll folgender Beschluss jetzt gefasst werden. Die Vorsitzende Stadträtin Polke und ihr Stellvertreter Gemeinderat Schmatzberger sollen ermächtigt werden, vorab die Arbeitsvergaben zu genehmigen
Die Information soll natürlich unverzüglich dann an die Mitglieder des Grad 3 weitergeleitet werden. Der Stadtrat hat dem zugestimmt. Somit würde ich auch jetzt gleich gerne abstimmen lassen und auch den Gemeinderat um Zustimmung bitten. Wer ist für diesen Antrag? Die Gegenprobe, ist jemand dagegen? Enthaltungen gibt es auch nicht. Der Herr Stadtrat Ladengruber ist draußen, aber ich weiß nicht. Ich nehme an, das ist Zufall. Ich darf den Herrn Vizebürgermeister bitten um seinen Vortrag. Kurz. Geschätzte Zuhörerinnen, Herr Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir kommen zu meinem ersten Punkt, Vergabe der Bauarbeiten für die Brücke in Eibestal, Madergasse. Ich werde es ganz kurz machen, es gab eine Ausschreibung. Die Angebote wurden am 8. April um 12 bis 12 Uhr abgegeben. Anschließend um 13.15 Uhr erfolgte die Öffnung der Angebote im nicht offenen Verfahren im Unterschwellenbereich. Es wurden 5 Firmen zur Ausschreibung eingeladen. Eine Firma, die Firma Bohr, hat kein Angebot abgegeben. 4 Firmen gaben ab, die Firma Leire und Graf mit 255.235,40, Bittl und Brausewetter 319.087,85, Held und Franke Angebotssumme 296.086,34 und die Firma Strabag mit 368.167,73. Die Angebote wurden von dem Büro Diplom-Ingenieur Samek überprüft und für in Ordnung befunden. Und somit soll der Auftrag an die Firma Leira und Graf als Billigbieter zum Preis von 255.235,40 Euro erteilt werden. Der Stadtrat hat seine Zustimmung gegeben. Ich ersuche auch den Gemeinderat um Zustimmung. Dann kommen wir zu einem leidigen Thema. Wir haben am 30. April mit dem Herrn Ortsvorsteher von Lanzendorf, den Herrn Erich Stubenvoll Senior, eine Befahrung der Bushaltestelle in Lanzendorf und 2 Bushaltestellen in Eibestal gehabt. Diese 3 Bushaltestellen müssen aufgrund der Meinung vom Land RU6 und vor allem des dafür zuständigen Sachverständigen umgebaut werden. 40 Jahre lang waren die Haltestellen in Ordnung, jetzt müssen sie umgebaut werden. Wir ersuchen deshalb um Zustimmung des Gemeinderates. Wir müssen das Büro Biroplan und Partner um Planungsarbeiten beauftragen. Diese Planungsarbeiten würden für Lanzendorf Kosten von 3.714 Euro ausmachen und für die beiden Haltestellen in Eibestal Kosten von 3.348. Der Stadtrat hat seine Zustimmung gegeben. Ich ersuche auch den Gemeinderat um Zustimmung. Gut, herzlichen Dank, Herr Vizebürgermeister. Gibt es Fragen zu diesen Themen? Wenn dem nicht so ist, bitte um ein Zeichen mit der Hand. Wer für diese Anträge ist, gibt es Gegenstimmen, Enthaltungen? Herzlichen Dank, das war einstimmig. Ich darf zum Tagesordnungspunkt 6 kommen und den Herrn Finanzstadtrat Hohli bitten. Die Überschrift darf ich noch teasern, Auflösung und Teilkündigung von Wertpapierkonten. Vielen Dank für den Teaser, Herr Bürgermeister. Werte Herr Bürgermeister, werte Herr Vizebürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuseher. Zu sechstens, Auflösung und Teilkündigung von Wertpapierkonten. Die Raiffeisenbank im Weinviertel eingetragene Genossenschaft hat uns informiert, dass in den Jahren 1976 und 77 Geschäftsanteile folgender Institutionen zu je 8 Euro gezeichnet wurden, zum Komitee Aufbahrungshalle Hörersdorf, Komitee Aufbahrungshalle Basdorf und Komitee Aufbahrungskapelle. Die Adresse Hauptplatz 6 ist bei allen drei Komitees vermerkt. Da alle drei Mitglieder offenbar bereits vor langer Zeit sämtliche Konten gelöscht haben, sind bei der Raiffeisenbank Weinviertel keinerlei Daten mehr abrufbar. Der Rechtsnachfolger dieser Komitees kann diese Geschäftsanteile laut Auskunft der Bank mit der Kündigungsfrist von etwa einem Jahr kündigen. Die Raiffeisenbank kennt jedoch den Rechtsnachfolger nicht. Die Konten sind auch schon vor langer Zeit gelöscht worden. Da die Adresse noch auf Hauptplatz 6 lautet, kann man davon ausgehen, dass die Stadtgemeinde der Rechtsnachfolger ist. Hundertprozentig sicher ist das aber nicht.
Die Raiffeisenbank schlägt dafür aus verwaltungsökonomischer Sicht vor, dass wir bei diesen Wertpapierkonten zu je 8 Euro kündigen und dass die 24 Euro in Summe unserem Konto gutgeschrieben werden. Immerhin ein bisschen was. Weiters hat die Stadtgemeinde Mistelbach 140 Geschäftsanteile zu je 8 Euro bei der Raiffeisenbank im Weinviertel gezeichnet, in Summe somit 1.120 Euro. Hier besteht laut Raiffeisenbank die Möglichkeit einer Teilkündigung der Geschäftsanteile bis auf 40 Euro. Hier gibt es einen bestehenden Stadtratsbeschluss vom 20. Juni 2017, dass wir diese Anteile weiterhin behalten sollen. Falls sie sich doch in Zukunft anders gewünscht sein sollte, kann die Stadtgemeinde diese Anteile jederzeit unter Einhaltung einer gewissen Kündigungszeit auf 40 Euro reduzieren. Der Kreis hat in der Sitzung vom 25. März empfohlen, die drei Wertpapierkonten zu je 8 Euro zu kündigen, wissend, dass es nur wahrscheinlich, aber nicht hundertprozentig sicher ist, dass die Stadtgemeinde der hundertprozentige Rechtsnachfolger ist und die Anteile der Stadtgemeinde Mistelbach an der Raiffeisenbank im Weinviertel auf 40 Euro zu reduzieren. Der Stadtrat hat diesem einstimmig zugestimmt. Ich bitte auch den Gemeinderat um seine Zustimmung. Ich glaube, das ist ein Risiko, das man eingehen kann. Weiß jemand noch, wie viel Schilling das damals waren? 110. Na, Hund, ja. 110. 110 Schilling waren das damals. Ich bitte um Zustimmung zu dieser Vorgangsweise. Gibt es Gegenstimmen oder Enthaltungen? Danke, das war einstimmig. Ich bitte nun den Stadtrat Brandstätter zum Tagesordnungspunkt 7 der Freigabe von zwei Aufschließungszonen. Herr Bürgermeister, Herr Vizebürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Bei dieser Freigabe von Ausschließungszonen geht es darum, dass an zwei Plätzen hier in Mistelbach ein Vertrag bestanden hat, der Stadtgemeinde mit dem Bauträger. Die Bedingungen sind inzwischen erfüllt und daher können diese Ausschließungszonen freigegeben werden. Im einen Fall handelt es sich um Bauland-Wohngebiet, und zwar zwischen den Augenärzten bzw. Jana und Billa draußen. Da ging es darum, dass einerseits eine Einigung mit den Grundstückseigentümern auf eine gemeinsame Parzellierung erforderlich war und außerdem die interne Verkehrserschließung und die Bebauungsstruktur mit der Gemeinde abgestimmt sein sollte und um eine Sicherstellung der Regenwasserentsorgung zur Zeier. Das ist erfüllt. Und daher kann das eben freigegeben werden. Der zuständige Gemeinderatsausschuss 2 hat dem schon zugestimmt und ebenso der Stadtrat. Der zweite Punkt betrifft die Berufsschule bzw. das Internat der Landesberufsschule. Auch dort gab es einen Vertrag und da geht es darum, dass die Regenwasserentsorgung gesichert sein muss. Auch dieser Punkt ist inzwischen erfüllt und daher kann auch hier die Freigabe erteilt werden. Auch hier hat der Gemeinderatsausschuss 2 zugestimmt, ebenso der Stadtrat. Ich ersuche auch Sie um Zustimmung. Dann stelle ich den Antrag, den beiden Gremien zu folgen. Wer ist dafür, dass diese Freigabebedingungen jetzt hier also freigegeben werden? Gibt es Gegenstimmen oder Enthaltungen? Danke, das war einstimmig. Der Herr Dr. Brandstätter darf bitte gleich fortsetzen mit dem Punkt 8. Ja, da geht es ums Raumordnungsprogramm und den Bebauungsplan, um die 44. Änderung. Das ist ausgehängt worden und da gab es zwei Stellungnahmen dazu. Die eine betrifft eine Änderung im Sinne einer Grenzbegradigung, wo in einem Grundstück gewissermaßen ein Knick drinnen ist und wo die Grundstücksbesitzer angesucht haben, darum diesen Knick zu beseitigen. Und im zweiten Fall, das betrifft die Hafnerstraße hier in Mistelbach, ist es so, dass da schon vor längerer Zeit ein Antrag gestellt wurde, die Bauklasse zu erhöhen. Das ist aber inzwischen hinfällig und daher ist der Antrag zurückgezogen worden.
In diesen beiden Fällen hat ebenfalls der Gemeinderatsausschuss 2 und der Stadtrat zugestimmt. Ich ersuche auch Sie um Zustimmung. Bitte um ein Zeichen mit der Hand. Wer für diese beiden Punkte ist? Gibt es Gegenstimmen? Besten Dank. Dann steht ja der Verordnung des Raumordnungsprogrammes mit der 44. Änderung nichts mehr im Wege. Gut, und das sind also jetzt eine ganze Reihe von Veränderungen. Ich werde nicht im Detail auf alle einzelnen eingehen. Es geht hier im Wesentlichen um Grenzberichtigungen oder um den Nachtrag von Dingen, die vor vielen Jahren vergessen wurden und wo jetzt irgendjemand draufkommt, weil er daneben bauen möchte, dass da verschiedene Umstände nicht zusammenpassen. Und das muss berichtigt werden. Das betrifft also sowohl in der Katastralgemeinde Siebenhirten, Eibestal, Kettlersbrunn, Ebendorf und Hüttendorf und auch in Mistelbach einige Grundstücke. Falls es jemanden interessiert, kann ich das gerne im Detail bringen, aber ich würde versuchen, mir das zu ersparen. Es ist so, dass auch hier der Gemeinderatsausschuss 2 zugestimmt hat, auch der Stadtrat hat zugestimmt. Ich ersuche auch den Gemeinderat um Zustimmung. Ich schließe mich diesem Ersuchen an. Wer stimmt der Verordnung zur 44. Änderung des Raumordnungsprogrammes zu? Gibt es eine Gegenstimme oder eine Enthaltung? Dem ist nicht so, dann braucht man konsequenterweise noch den Bebauungsplan. Der Bebauungsplan ergibt sich aus dem Raumordnungsprogramm. Es geht im Wesentlichen genau um die Punkte, die ich gerade vorher gesagt habe. Auch da hat der Ausschuss 2 zugestimmt und der Stadtrat zugestimmt. Ich ersuche auch den Gemeinderat um Zustimmung. Gibt es Fragen? Wer ist dafür? Gibt es eine Gegenstimme oder eine Enthaltung? Danke vielmals. Das war einstimmig. Herzlichen Dank, Herr Stadtrat Dr. Brandstätter. Zum Tagesordnungspunkt 11 ersuche ich den Herrn Vizebürgermeister wieder. Er hat für uns 2 Straßenbezeichnungen zu beschließen. Geschätzte Zuhörerinnen, Herr Bürgermeister, werte Kolleginnen und Kollegen, es geht um 2 Straßennamen in der Katastralgemeinde Eibestal. Nachdem dort ein Haus gebaut wurde, brauchen wir 2 Straßennamen. Der Ortsvorsteher hat 2 Vorschläge gemacht, und zwar soll die Straße in nördlicher Richtung Goldberg heißen und in westlicher Richtung Wiegenwaldweg. Der Stadtrat hat seine Zustimmung gegeben. Ich ersuche auch den Gemeinderat um Zustimmung. Gibt es Kommentare zu diesen beiden Bezeichnungen? Wenn nichts ist, dann bitte ich um Abstimmung. Wer ist für diese beiden Straßenbezeichnungen? Gibt es Gegenstimmen oder Enthaltungen? Herzlichen Dank, das war einstimmig. Herr Vizebürgermeister, Verträge bzw. ein Vertrag. Ein Vertrag, und zwar zur Übernahme der Straßenbaulast hinsichtlich der Nebenanlagen vom Land Niederösterreich wurde ein Vertrag für die Nebenanlagen von Landesstraßen im Ortsgebiet, im Gemeinde Mistelbach, übermittelt. Es ist so, dass fast alle Gemeinden diese Verträge mit dem Land schon abgeschlossen haben und wir jetzt auch diesen Vertrag unterzeichnen. Es hat den Vorteil, bisher wurden die Nebenanlagen schon von der Gemeinde gepflegt, aber wir hatten kein Mitspracherecht. In Zukunft dürfen wir auch mitsprechen, sind natürlich auch weiter für die Pflege dafür verantwortlich und können damit verhindern, dass die Flächen nicht zu asphaltiert oder zu betoniert werden. Der Stadtrat hat seine Zustimmung gegeben. Ich ersuche auch den Gemeinderat um Zustimmung. Gibt es Fragen zu dieser Vereinbarung mit dem Land Niederösterreich? Wenn dem nicht so ist, bitte ich um Zustimmung. Wer für diesen Antrag ist, gibt es Gegenstimmen oder Enthaltungen? Herzlichen Dank, Herr Vizebürgermeister, danke. Zu den zu der Wirtschaftsförderung kommt noch der Herr Stadtrat Harrer mit einem Punkt. Schanigärten auf Gemeindegebiet beim Eibestaler Dorfwirtshaus und Subvention der Gebrauchsabgabe für alle Schanigärten 2021. Der Herr Bernhard Fritsch ist Betreiber des Gasthauses in Eibestal, hat angesucht, auf Gemeindeplatz einen Schanigarten zu errichten. Der Kreis 6 hat dem grundsätzlich zugestimmt, hat es aber an den Kreis 5 weitergeleitet, weil es eine Art Fußgängerzone werden soll und das Thema des Kreis 5 ist. Im Auftrag des Bürgermeisters und als Anlass
dieses Ansuchens hat sich der Kreis 6 aber auch mit einer Subvention der Gebrauchsabgabe beschäftigt und hat folgenden Beschluss gefasst. Für die für das Jahr 2021 von der Gebrauchsabgabentarifpost 2 in Kammerschanigärten betroffenen Unternehmen wird daher eine Förderung für das Jahr 2021 Corona-bedingt und nicht rückwirkend auf andere Jahre von der Stadtgemeinde Mistelbach von 50% gewährt und ist auch nicht an ein Ansuchen um Subvention gebunden. Ich glaube, nachdem ich die Presse heute gelesen habe, sind wir hier nicht alleine, die Wirtschaft hier etwas zu unterstützen. Ich ersuche, der K6 hat dem zugestimmt, der Stadtrat hat dem zugestimmt. Ich ersuche auch den Gemeinderat um Zustimmung. Gut, also wer ist für die Subventionierung der Schanigarten? Gibt es Gegenstimmen oder Enthaltungen? Das war einstimmig. Herzlichen Dank. Einen großen Brocken, 5 Punkte zum Thema Grundverkehr darf uns die Frau Stadträtin Hugel jetzt näher bringen. Grundverkehr. Die Landwirtschaftliche Fachschule baut um. Und im Zuge der durchgeführten Vermessungsarbeiten bietet sich eine Flächenbereinigung dem Naturstand entsprechend an. Die Stadtgemeinde an die Familie Degen, ein Trennstück mit 7 Quadratmeter Bauland, verkauft die Stadtgemeinde um 100 Euro den Quadratmeter. Die Familie Degen, 2 Trennstücke mit insgesamt 4 Quadratmeter, das ist gewidmete Verkehrsfläche und das ist eine unentgeltliche Abtretung. Die anfallenden Kosten und Gebühren, ausgenommen der IMO-Est, trägt das Amt der niederösterreichischen Landesregierung. Die Errichtung einer Einfriedigung an der neuen Grundstücksgrenze durch Herrn Degen wird von der Stadtgemeinde bereits vorab gestattet. Der Stadtrat hat seine Zustimmung gegeben. Ich bitte auch den Gemeinderat um seine Zustimmung. Windpark Maustränk, Genehmigung der Unterschreitung von der 2000 Meter Grenze. Im Zuge der Erweiterung des Windparks Maustränk führt die Stadtgemeinde Zistersdorf auf ihrem Gemeindegebiet eine Umwidmung in Grünland Windkraftanlagen durch. Gemäß § 20 muss bei der Widmung einer Fläche für Windkraftanlagen 2000 Meter zu gewidmetem Wohnbauland, welches nicht in der Standortgemeinde liegt, eingehalten werden. Mit Zustimmung der betroffenen Nachbargemeinde kann der Mindestabstand von 2000 Meter jedoch bis zu 1200 Meter reduziert werden. Mit Schreiben vom 31. März sucht der Betreiber diesbezüglich nun bei der Stadtgemeinde um Zustimmung an. Der Agrar 7 hat folgenden Beschluss gefasst. Der Unterschreitung des 2000 Meter Abstandes der Widmungsgrenze in der KG Kettlersbrunn um 38 Meter wird zugestimmt. Hintergrund dieser Entscheidung ist, dass mit den Einnahmen die Pfarrkirche Maustränk saniert werden soll. Der Abschluss eines entsprechenden Vertrages wurde ausgearbeitet. Abschluss eines unbefristeten Gestattungsvertrages mit der TPA Windkraft. Vertragsbeginn ist der 1. Juni 2021. Beiderseitiger Kündungsverzicht bis zur Inbetriebnahme sämtlicher Windkraftanlagen. Maximal jedoch bis zum 31. Dezember 2032. Für die über den genehmigten Gemeingebrauch hinausgehende Nutzung der Gemeindeinfrastruktur und pauschale Abgeltung der Beeinträchtigung für allgemeine und ideelle Nachteile. Insbesondere Veränderungen des Landschaftsbildes wird ein einmaliges Benutzungsentgelt in der Höhe von 20.000 Euro Index gesichert, zuzüglich UST vereinbart. Die Zahlung erfolgt binnen 14 Tagen ab erstmaliger Inbetriebnahme. Die Einnahmen sind zweckgebunden für die KG Kettlersbrunn zu verwenden. Die Durchfahrt von bestehenden öffentlichen Wegen für die Landwirte muss erhalten bleiben. M-Living GmbH, Doppelhausanlagen, Löschung und eines Wiederkaufsrechts. Mit Schreiben vom 1. April 2021 übermittelt die M-Living GmbH die Fertigstellungsanzeige der Gesamtanlage und ersucht um Löschung des für die Stadtgemeinde einverleibten Wiederverkaufsrechts. Die Liegenschaften sind bebaut, die Bedingungen gemäß Punkt 8 des jeweiligen Kaufvertrages daher erfüllt. Der Stadtrat hat seine Zustimmung gegeben. Ich bitte auch den Gemeinderat um seine Zustimmung. Punkt Dora, BMF Immobilien, Löschung
einer Dienstbarkeit. Im Zuge des Bauvorhabens der BMF Immobilien GmbH war die als Verkehrsfläche gewidmete Fläche entlang der Lanzer gemäß Teilungsplan vom 30. Juli 2020 an die Stadtgemeinde abzutreten. Die Stadtgemeinde Mistelbach, vertreten durch ihre zeichnungsberechtigten Repräsentanten, gibt ihre ausdrückliche Einwilligung zur Einverleibung der Löschung der oben genannten zu ihren Gunsten einverleibten Rechte auch auf ein einseitiges Ansuchen, jedoch nicht auf ihre Kosten. Es wird beantragt, der Gemeinderat wolle der Löschung der Dienstbarkeit die Zustimmung erteilen. Juweleikit, unentgeltliche Abtretung von Retentionsflächen in das öffentliche Gut. Mit dem Nachtrag zur Grundsatzvereinbarung wurde die Verpflichtung des Bauträgers zur Abtretung der hergestellten Retentionsflächen in das öffentliche Gut auf seine Kosten bis spätestens Dezember 2018 vereinbart. Der Bauträger hat nunmehr durch die Kanzlei Maschitz und Beber mit der Erstellung der grundbücherlichen Durchführung einer entsprechenden Abtretungsvereinbarung beauftragt. Es wird beantragt, der Gemeinderat wolle auch da seine Zustimmung erteilen. Gibt es Fragen zu diesen 5 Grundverkehrsthemen an die Frau Stadträtin? Wenn dem nicht so ist, dann bitte ich um ein Zeichen mit der Hand, wer für diese 5 Anträge ist. Gibt es eine Gegenstimme oder eine Enthaltung? Vielen Dank, das war einstimmig. Frau Stadträtin, bitte fortsetzen mit dem Tagesordnungspunkt 15, eine Abbruchkostenförderung. Einmal Holzapfel Thomas bittet um finanzielle Unterstützung der Abbruchkosten. Er hat Rechnungen gelegt in der Höhe von 14.185,53. Laut den vorgelegten Rechnungen kann dem Antragsteller eine Subvention in der Höhe von 2.616,22 gewährt werden. Der Stadtrat hat seine Zustimmung gegeben. Ich bitte auch den Gemeinderat um seine Zustimmung. Fragen oder Gegenstimmen? Oder Enthaltungen, dann ist das einstimmig. Vielen Dank. Und der Tagesordnungspunkt 16, bitte, Frau Stadträtin. Sondernutzungsvertrag mit dem Land Niederösterreich, die Neuerrichtung einer Brücke und Grabenaufweiterung, die Seebrückengrabenbrücke. Sowohl für die Errichtung der Brücke als auch für die Herstellung der Grabenaufweitung am Seebrückengraben in Mistelbach ist es erforderlich, mit dem Land Niederösterreich, Abteilung Wasserrecht und Schifffahrt, Sondernutzungsverträge über die erforderliche Benutzung des öffentlichen Wassergutes abzuschließen. Der GRA 7 hat in seiner Sitzung diese Verträge befürwortet und ich ersuche auch den Gemeinderat um Zustimmung dieser Verträge. Gibt es Fragen zu diesem Sondernutzungsvertrag? Wenn nicht, bitte um ein Zeichen der Zustimmung. Wer für den Vertrag ist, gibt es eine Gegenstimme oder eine Enthaltung? Dann ist das einstimmig. Herzlichen Dank. Damit darf ich den Stadtrat Strobel bitten, da sind einige indirekt Einleiterverträge neu abzuschließen aufgrund Zeitablaufs. Herr Bürgermeister, Herr Vizebürgermeister, werte Kolleginnen und Kollegen, geschätzte Zuhörer hier im Saal und zu Hause. Indirekteinleitervertrag. Mit den Indirekteinleiterverträgen ist die Vertragszeit abgelaufen und es muss daher ein neuer Vertrag abgeschlossen werden. Bei Wiederverleihung, Erneuerung wird der Vertrag für 10 Jahre abgeschlossen. Beim Krankenhaus soll aufgrund der Abwasserquantität der Vertrag auf 5 Jahre abgeschlossen werden. Es soll mit folgenden Antragstellen ein Vertrag abgeschlossen werden. Mit der Shell-Tankstelle, mit Teilstrom-Waschhalle und Tankplatz, mit der Eni-Tankstelle, Teilstrom-Waschhalle und Tankplatz und Freiwaschplatz, mit der Polfraß-Kaserne, Einleitung der Abwässer von Teilstrom, Kfz-Werkstätte und Panzerwaschplatz sowie Dr. Wohloch bzw. neuer Zahnarzt mit der Teilstrom-Zahnarztordination sowie bei Dr. Poletnack dasselbe und eventuell dann mit Frau Dr. Magdalena Buser. Bei McDonalds für die Teilströme der Küche, beim Krankenhaus um die Teilströme der Küche, Wasseraufbereitung, medizinischen Bereich. Als Bearbeitungsgebühr wurde von den Gemeindegremien im Jahr 2018 ein einmaliger Betrag von 150 Euro exklusiv Mehrwertsteuer und der Versicherungs-
und der Wertsicherung nach dem Bau-B-Index für den Vertrag festgelegt. Dieser Betrag ist unabhängig von der nach dem niedrigen Kanalgesetz vorgeschriebenen Kanalbenutzungsgebühr, wobei einer Überschreitung der eingebrachten Schmutzfracht von 100 Berechnungseinwohnerwerten auch ein schmutzfrachtbezogener Anteil vorgeschrieben wird, wie zum Beispiel beim Krankenhaus. Im Falle, dass alle Unterlagen vorliegen und vom Planungsbüro Dr. Lengel Ziel GmbH geprüft worden sind, können die Verträge vom Bürgermeister abgeschlossen werden. Es wird beantragt, der Gemeinderat wolle folgenden Beschluss fassen. Der Antrag auf Wiederverleihung, Erneuerung der Indirekteinleitung wird stattgegeben. Es soll die Indirekteinleiterverträge, wie oben angeführt, abgeschlossen werden. Je nach Eintreffen der Unterlagen sollen die neuen Verträge in Abstimmung mit dem Technikbüro Dr. Lengel GmbH erstellt werden. Ich bitte den Gemeinderat um Zustimmung. Gut, gibt es zu diesem Thema Fragen? Eine Wortmeldung, Gemeinderat Rausch, bitte. Ich würde übrigens anregen, den Antrag so zu formulieren, dass steht, dem Antrag auf Wiederverleihung wird stattgegeben. Herr Bürgermeister, hoher Gemeinderat, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich habe eine Frage zu diesen Verträgen. Ich habe nämlich mir zu Ohren gekommen, andere Gemeinden schließen auch solche Verträge ab und verlangen aber zivilrechtliche Gebühren für dieses Einleiten und nicht jetzt öffentlich-rechtliche Gebühren, sondern wirklich zivilrechtlich Gebühren, die in den Verträgen geschlossen werden. Ich würde vorschlagen, wir stellen diese Verträge nochmal zurück, schicken es nochmal in den Ausschuss und schauen uns das an. Weil ich möchte nicht in der heutigen Zeit, dass wir unser Geld da entgehen lassen. Dankeschön. Gut, also das war ein formulierter Gegenantrag. Du hast quasi dem Ausschuss und dem Stadtrat mit der Wortmeldung ein Stück weit das Misstrauen ausgesprochen, lieber Herr Gemeinderat, weil der hat sich ja ausgiebig damit beschäftigt. Herr Stadtrat, dein Antrag bleibt bestehen, nehme ich an, oder wie darf ich das verstehen? Ich kann nur dazu sagen, bei den Tankstellen geht es um die Einwert, um die Einwohnergleichwerte, bis zu 100 Einwohnergleichwerte wird nichts verrechnet. Darüber hinaus, so wie das Krankenhaus, das hat 1000 Einwohnergleichwerte, wird sehr wohl verrechnet. Man müsste da eine interfraktionelle Sitzung machen, dann beschließen, dass man für diese Tankstellen und Zahnärzte, die jetzt hier vorliegen, eine höhere Kanalgebühr verlangt. Ich weiß nicht, ob das zielführend ist, da muss man sich interfraktionell einmal drüber unterhalten. Also meine Information, nachdem ich heute darüber informiert wurde, dass es hier dieses Ansinnen gibt, ist, dass es in anderen Gemeinden auch nicht so ist, dass die Gemeinde sich gesund stößt mit derartigen Gebühren. Also das ist an und für sich nicht ein Posten, wo man übertrieben auftragen kann. Ich würde vorschlagen, ich stelle den Antrag vom Herrn Stadtrat Strobel zuerst zur Abstimmung. Oder gibt es noch Wortmeldungen? Müssen. No. Ist mir auch recht, wenn euch das recht ist, dann stimme ich zuerst den Gegenantrag vom Herrn Gemeinderat Rausch ab. Wer ist für diesen Antrag, dass das zurück an den Ausschuss gestellt werden möge? Eine, zwei, drei, vier. Also gut, alle nochmal die Hand in die Höhe und dann werden wir das namentlich machen. Der Herr Vizebürgermeister ist dafür, der Herr Gemeinderat Schreibvogel, Gemeinderat Rausch, Gemeinderat Gullo, Gemeinderätin Meier, Gemeinderat Dr. Feichtinger und der Herr Gemeinderat Rabenreiter, den habe ich nicht gesehen, Verzeihung, und der Gemeinderat Gullo habe ich nicht gesagt. Na gut. Also, die Gegenprobe, wer ist für den Hauptantrag? Die gesamte ÖVP-Fraktion, LAB, aber wer oben? Der Gemeinderat Krickel, dann die Frau Stadträtin Janka, Stadtrat Holi, Gemeinderätin Markovic und Stadträtin Pürkel, sowie der Herr Gemeinderat Kullo, genau, danke, jetzt stimmt's, und der Kollege Hödel. Damit ist der
Gegenantrag gefallen und der Hauptantrag mehrheitlich angenommen. Herzlichen Dank. Damit ist der Herr Stadtrat Strobel aber noch nicht entlassen, weil wir haben noch den Tagesordnungspunkt 18, öffentliches Gut. Öffentliches Gut. KG Mistelbach, Seebrückengraben. Es wurde beim öffentlichen Wassergut wegen der Benutzung des Seebrückengrabens für einen Kanal- und Wasseranschluss angesucht. Es wird der Seebrückengraben Parzelle Nummer 6223 15028 in Mistelbach EZ 4457 für die Leitungsverlegung mit einer Tiefe von 80 cm beansprucht. Der nun vorliegende Vertrag mit der Aktenzahl WA1 ÖGBG 33027-385-2021 soll vollinhaltlich angenommen werden. KG Mistelbach Ost. Es wurde beim öffentlichen Wassergut und Benutzung des Grabens Parzelle Nummer 6708 15028 und EZ 4457 für die Errichtung eines Schmutz- und Regenwasserkanals angesucht. Der Vertrag soll inhaltlich voll angenommen werden. Weiters öffentliches Gut KG Mistelbach Elisabeth Wegsiedlung Försterweg EVN Trafostation und Zuleitung. Die EVN ersucht um die Einrichtung einer neuen Trafostation im Bereich der neuen Wohnhausanlage Frieden in der Elisabeth-Wegsiedlung sowie um die Verlegung der 20 kV-Zuleitung von der Siedlung Försterweg. Es sind die Grundstücke 5918-5, 5913-7, 5946, 858-3 sowie die neuen Grundstücke um das Landesberufsschule-Internat betroffen. Der Kracht hat in seiner Sitzung vom 15. April 21 folgenden Beschluss gefasst. Von Seiten der Stadtgemeinde Mistelbach wird die Errichtung der Trafostation sowie die Verlegung eines 20 kV-Stromkabels und eines Glasfaser-Leerrohres auf den oben angeführten Grundstücken zuzustimmen. KG Mistelbach Hauptplatz 14 und 15, EVN Trafostation auf Privatgrund. Die EVN ersucht um die Aufstellung einer Trafostation für die neue Wohnhausanlage Hauptplatz 14 und 15. Die Lage der neuen 20 kV-Kabel ist abhängig von der Lage der Trafostation und wird erst zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. Die Ausmessungen sind ca. 3x 2,4 Meter plus 1,5 Meter für die Türe. Die Gesamthöhe der Trafostation beträgt 2,08 Meter. Die EVN schlägt einen Platz in unmittelbarer Nähe zur Wohnhausanlage vor, entweder direkt auf einem Parkplatz oder der Grünen Straße am Gelände von Jutz oder auf dem Areal von Meandl Parkplatz. Der Kracht hat in seiner Sitzung vom 15. April folgenden Beschluss gefasst. Die Stadtgemeinde Mistelbach ist mit den vorgeschlagenen Plätzen nicht einverstanden. Die Grundstücke vom Jutz und dem Areal Jandlplatz, Parkplatz, befinden sich im direkten Eigentum der Stadtgemeinde Mistelbach und stehen daher im Hinblick auf eine mögliche neue Zuwendung nicht zur Verfügung. Der öffentliche Bereich der Grünen Straße ist aus unserer Sicht aufgrund der geringen Überdeckung der Mistel nicht für die Aufstellung einer Trafostation geeignet. Sonst sind uns derzeit auch keine alternativen Aufstellungsflächen für eine Trafostation bekannt. Es wird daher der EVN empfohlen, mit der Liegenschaftseigentümer der Wohnhausanlage Hauptplatz 14 und 15 Kontakt aufzunehmen und einen Standort direkt auf den privaten Liegenschaften für eine Trafo-Einbausituation zu finden. In der KG 7 Hirten und Hüttendorf Spuso Infrastruktur GmbH Glasfaser Leerverrohrung. Die Spuso Infrastruktur GmbH mit Sitz in Wien hat um eine Bewilligung zur Leitungsverlegung unserer Glasfaser Leerrohres auf öffentlichen Grund der Stadtgemeinde Mistelbach von der Haltestelle der in KG 7 Hirten bis zum Kuchelholz in KG Hütendorf angesucht. Die Umsetzung ist ab Mai 21 geplant. Die ganzen Grundstücksnummer ist jetzt nicht vor. Es wird ein Glasfaserleerrohr mit einer Außennorm
DIN-50 in einer Tiefe von 0,8 Meter, also 80 Zentimeter, verlegt. Der Gracht hat in seiner Sitzung vom 15. April 2021 folgenden Beschluss gefasst. Von Seiten der Stadtgemeinde Mistelbach wird der Verlegung der Glasfaserleerrohres auf dem oben angeführten Grundstücken zugestimmt. Aufgrund der Telekommunikationsgesetzes erfolgt die Grundstücksbenutzung kostenlos. Der Zustand der Feldwege ist vor und nach den Grabungsarbeiten von den Sachbearbeitern Pös Müller und Kreuzer zu besichtigen und wieder abzunehmen. Vom Einbauträger ist eine digitale Vermessung der Kabeltrasse auf seine Kosten durchzuführen und ein Lagerplan ist digital und in Papier der Stadtgemeinde Mistelbach binnen 2 Wochen nach Durchführung der Arbeiten zu übergeben. Und Ketters Brunn. Privater Regenwasserkanal auf öffentlichem Grund. In der KG Ketters Brunn hat Herr Andreas Kramer das Grundstück 69 erworben und beabsichtigt, das Regenwasser über einen Kanal direkt in den Kettlersbach abzuleiten. Es wird um die Benutzung von öffentlichem Gut, Parzelle Nummer 4371, KG Kettlersbrunn, zur Verlegung eines Regenwasserkanals DIN 150 angesucht. Die Stadtgemeinde Mistelbach genehmigt Herrn Andreas Kramer in Kettlersbrunn die Benutzung des öffentlichen Grundstückes zur Verlegung eines Regenwasserkanals DIN 150 über eine Länge von ca. 4 Metern. Die Benutzung öffentlichen Guts ist eine jährliche Gebrauchsabgabe zu entrichten. Diese wird jährlich von der Abgabenabteilung vorgeschrieben. Ich bitte den Gemeinderat um Zustimmung. Gut, ganz herzlichen Dank für den Vortrag. Gibt es Fragen dazu? Der Punkt mit den Glasfaserkabeln wird ohnehin separat abgestimmt, aber gibt es Fragen zu einem dieser Themen? Nein, wir stimmen alle gemeinsam ab, nur nicht die Glasfaserverrohrung, die stimmen wir separat ab. Oder hättest du einen anderen Punkt noch gern abgestimmt? Am Hauptplatz wird abgelehnt, ja. Ja, wobei da ist die Zustimmung zur Ablehnung. Empfohlen, der Antrag ist so formuliert, dass bei der EVN-Trafostation zugestimmt wird, dass abgelehnt wird. Also es ist trotzdem ein positiver Beschluss zu fassen, bitte, so wie wir das gewöhnt sind hier. Gut, wenn keine Fragen sind, dann würde ich bitte gerne alle Punkte, also A, B, C, D und F, also ausgenommen dem Thema Glasfaser, Leerverrohrung, Spuso, Infrastruktur der MbH zur Abstimmung bringen. Bitte um ein Zeichen der Zustimmung. Gibt es Gegenstimmen oder Enthaltungen? Dem ist nicht so. Dann entfernt sich jetzt der Herr Vizebürgermeister aufgrund von Befangenheit und ich darf den Punkt E abstimmen. Glasfaser, Leerverrohrung, Spuso. Bitte um ein Zeichen mit der Hand, wer für diesen Antrag ist. Gibt es Gegenstimmen? Eine Gegenstimme von der Frau Gemeinderätin Liebminger. Gibt es auch Enthaltungen? Keine Enthaltungen. Herzlichen Dank. Damit darf ich zu unserem vorletzten Tagesordnungspunkt im öffentlichen Teil kommen. Und zwar das wichtige Thema Ärzteversorgung in Mistelbach. Es gibt, wie Sie vielleicht wissen, die niederösterreichische Landarztgarantie. Das ist eine Initiative des Landes Niederösterreich, die 2018 ins Leben gerufen wurde, um die Aufrechterhaltung der wohnortnahen Grundversorgung durch Allgemeinmedizinerinnen und Allgemeinmediziner zu sichern. Das heißt, nicht besetzbare Kassenplanstellen, die mindestens ein Jahr vakant waren, werden durch angestellte Allgemeinmediziner der niederösterreichischen Landeskliniken betreut, um die Versorgung in der betroffenen Gemeinde vorübergehend zu sichern. Da gibt es verschiedene Voraussetzungen, die erfüllt werden müssen. Und nachdem die Stelle vom Dr. Kienast, das ist der vierte Kassenarzt für Allgemeinmedizin in Mistelbach, seit einem Jahr im Wesentlichen nicht besetzt ist, nämlich eigentlich seit Juli 2020 ist diese ausgeschrieben, besteht die Möglichkeit, also nach 10 erfolglosen Ausschreibungen vom Angebot der niederösterreichischen Landarztgarantie Gebrauch zu machen. Mir ist das wichtig, ich habe auch Vorgespräche geführt, ich habe auch mit der Stadträtin Janker da einige Gespräche geführt. Wir haben ja viele, viele Versuche unternommen, einen Arzt dafür zu gewinnen. Wir haben gemeinsam
hohes Gremium ja diese 50.000 Euro Förderung beschlossen. Wir haben zahlreiche Gesprächsrunden gemeinsam absolviert und mit Ärzten gesprochen, um den Standort Mistelbach schmackhaft zu machen. Aber was fehlt, ist eine anständige Entlohnung durch den Hauptverband bzw. die Abfederung dieser Einnahmenverluste durch die schlechte schlechte Tarifsituation durch eine Hausapotheke. Hausapotheke kriegen wir nicht in Mistelbach und an den Tarifen des Hauptverbandes werden wir wohl nichts ändern. Wir können jetzt sozusagen Symptombekämpfung machen und können diese niederösterreichische Landarztgarantie ziehen. Das ist nicht der Weisheit letzter Schluss. Aber es ist eine Möglichkeit, zumindest interimsmäßig eine Verbesserung der Situation herbeizuführen, nämlich im Wesentlichen bitten wir die LGA, die Landesgesundheitsagentur, uns zu helfen, nämlich einen Arzt aus dem Klinikum uns zur Verfügung zu stellen. Die bezahlen das auch. Und unser Part ist es, eine Ordination zu finden. Und da gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten. Man findet irgendein Gebäude, eine Wohnung und stellt die auf Gemeindekosten zur Verfügung. Oder man mietet eine vorhandene Ordination an. Und ich habe diesbezüglich sehr fruchtbare Gespräche geführt mit der Frau Dr. Wildling, die eine nagelneue Ordination hat, die auch wunderbar geeignet ist und die diese aufgrund ihrer Pensionierung mehr oder weniger sofort zur Verfügung stellen könnte. Das heißt, der eine Part, der unser Part wäre, nämlich die Zurverfügungstellung einer Ordination, könnten wir relativ leicht lösen, indem wir einen Mietvertrag mit der Frau Dr. Wildling abschließen und der Arzt oder die Ärztin aus dem Klinikum, den uns die LGA zur Verfügung stellt, könnte relativ zeitnah den Betrieb aufnehmen. Und mit etwas Glück gefällt es dem oder der Ärztin so gut, dass er vielleicht direkt in den Vertrag mit der Krankenkasse einsteigt und womöglich diese vierte Kassenstelle dann besetzt. So ist das in einzelnen Gemeinden durchaus schon passiert. Der nächste Schritt wäre jetzt, wir beschließen hier im Gemeinderat, dass wir diese Landarztgarantie ziehen und dann beginnt die Mühle zu mahlen. Dann wird die LGA prüfen, ob alle Voraussetzungen erfüllt sind, wird uns hoffentlich helfen, einen Arzt zu finden. Wir werden dann entsprechend mit allen Gremien natürlich einen Mietvertrag abschließen mit der Frau Dr. Wildling oder es ergibt sich in den Gesprächen womöglich sogar ein anderer Standort, der vielleicht geeignet ist und dann kann, so Gott will, und alle Beteiligten ihre Arbeit gut machen, zumindest einmal für ein Jahr die Ärzteversorgung hier verbessert werden. Deshalb wäre mein Antrag, ich formuliere ihn nochmal kurz, wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind, entsendet die LGA einen angestellten Allgemeinmediziner oder eine angestellte Allgemeinmedizinerin aus den niederösterreichischen Universitäts- und Landeskliniken. Die notwendigen Einsatzzeiten werden mit den in der Umgebung praktizierenden Ärzten und mit uns als ansuchender Gemeinde abgeklärt. Die Landarztgarantie ist als eine Überbrückungslösung zur Aufrechterhaltung der Gesundheitsversorgung gedacht und auf ein Jahr befristet. Die LGA soll beauftragt werden, die Voraussetzungen für die Inanspruchnahme der NÖ-Landarztgarantie in der Stadtgemeinde Mistelbach zu überprüfen und bei Erfüllung dieser Voraussetzungen einen oder eine Allgemeinmediziner aus den niederösterreichischen Universitäts- und Landeskliniken zu entsenden. Ich soll bitte bevollmächtigt werden, alle nötigen Schritte zu setzen, um schnellstmöglich eine Ordination in der Stadtgemeinde Mistelbach im Rahmen der Landarztgarantie für die Bevölkerung zu schaffen. Ich stelle den Antrag, dass dieser Vorgangsweise die Zustimmung erteilt wird und bitte hier auch den Hohen Gemeinderat um Zustimmung. Gibt es hier Fragen oder Wortmeldungen zu dieser Geschichte? Eine Wortmeldung gibt es vom Gemeinderat Rausch, eine zweite vom Stadtrat Dr. Brandstätter. Also dann in dieser Reihenfolge. Zuerst der Herr Gemeinderat Rausch und anschließend der Stadtrat Dr. Brandstätter, bitte. Herr Bürgermeister, Hoher Gemeinderat, sehr geehrte Damen und Herren, prinzipiell wir von der SPÖ sind natürlich dafür, dass in Mistelbach bald wieder ein neuer Doktor kommt. Es wäre noch, es ist auch in naher Zukunft, dass zwei Ärzte unter Umständen in Pension gehen, weil sie das Alter erreichen werden. Ich habe aber dann noch doch eine Frage dazu, nämlich es wird ja so sein, dieser Arzt kommt dann von der Holding, aber trotzdem wird dann den Patientinnen Geld verrechnet. Und da ja ein normaler Arzt, wenn er
Geld verrechnet, den gesamten Rattenschwanz nachfinanzieren kann, also die Personen, die sitzen und auch die Gebäudekosten und die Inventarkosten, Abschreibungen, wollte ich fragen, wer bekommt dann den Gewinn, falls ein Gewinn in diesem Jahr erwirtschaftet wird? Und die zweite Frage ist, wird es einen Deckungsbeitrag für die Gemeinde geben, um unter Umständen die Kosten, die für uns entstehen, abzufedern, abzudämpfen? Dankeschön. Also ich darf hier die beiden vom Herrn Gemeinderat Rausch gestellten Fragen wie folgt beantworten. Es ist bisher in keinem Rechenmodell der LGA je dazu gekommen, dass dieser angestellte Arzt innerhalb dieses Jahres einen theoretischen Gewinn eingefahren hat. Ihr wisst, Gewinn könnte er einfahren, indem er quasi so viele Leistungen zur Verrechnung bringt, die er dann quasi von der Krankenkasse refundiert bekommt, dass er quasi mehr einspielt, als er kostet im Rahmen seiner Anstellung als Landesbediensteter. Das ist so noch nicht passiert. Im theoretischen Fall, dass das in Mistelbach passieren würde, dann würde diesen theoretischen Gewinn natürlich die LGA sich zurückholen, weil natürlich es eine entsprechende Vereinbarung zwischen, es ist ja ein Sondermodell, es ist ja nicht ein klassisches, in Österreich gilt es so, dass ein Kassenarzt, einen Kassenvertrag nur ein niedergelassener Arzt bekommen kann. Das ist einmal, das gibt es gar nicht anders, es gibt noch diese Primärversorgungsmodelle, aber trotzdem einen Kassenvertrag bekommt nur ein sozusagen Arzt aus Fleisch und Blut. Und so wird es auch in diesem Modell sein. Das heißt, der wird zwar angestellt sein, weil er wahrscheinlich schon angestellt ist bei dem Holding, und der wird dann als Verwendung eben diese Arztpraxis bekommen, bekommt ein fixes Honorar, und alle Leistungen, die sozusagen er im Rahmen dieser Tätigkeit mit der Krankenkasse, mit dem Hauptverband abrechnet, die werden dann gegengerechnet mit diesem Honorar. Da haben wir als Gemeinde aber damit nichts zu tun. Das heißt, der theoretische Fall, dass ein Gewinn erzielt würde, würde sich sicher nicht die Stadtgemeinde Mistelbach einheimsen dürfen. Und eine Kostenbeteiligung für die Ausstattung der Ordination würde ja vom NÖGUS möglicherweise geben. Ich habe da heute noch ein Papier ausgesandt, wo das drinsteht. Im Falle dessen, dass wir eine Ordination, die schon fixfertig eingerichtet ist, mieten, glaube ich nicht, dass es eine derartige Förderung gibt, aber um diese Fördermöglichkeiten müssten wir uns jedenfalls natürlich noch bemühen. Meine Nachfragen bei der LGA, bei der Frau Dr. Bode, waren aber eher in die Richtung, der Part der Gemeinde ist Ausstattung und Sprechstundengehilfin oder Gehilfen, und der Part der LGA ist der Arzt. Und das Ganze ist eigentlich ein Risiko, das man natürlich kalkulieren kann, weil es ja maximal auf ein Jahr befristet ist. Dass das nicht lustig ist und dass wir eigentlich den Job letztlich, wenn ich so will, der Krankenversicherungsanstalten machen, weil ja eigentlich deren Aufgabe das wäre und teilweise auch der Ärztekammer. Das ist natürlich evident und da können wir streiten und plären und angefressen sein, aber es wird uns nichts ändern. Es ist ein System, das wir jetzt zum Teil auslöffeln müssen. Gemacht haben wir es ja nicht, weil wir sind ja nicht in der Bundespolitik tätig. Also mein Appell geht natürlich parallel dazu auch an die Entscheidungsträger in den Ministerien und im Hauptverband, dass man ein Tarifmodell einführen möge, das so attraktiv ist, dass es sich wieder auszahlt, als Landarzt, als niedergelassener Kassenarzt tätig zu sein. Aber das ist jetzt nicht das große Thema. Ne? Also ich hoffe, Herr Gemeinderat, ich habe deine Fragen befriedigend beantwortet. Oder ist noch etwas offen geblieben? Nein, es gibt keinen fixen Deckungsbeitrag. Nein. Nein. Für den der Arzt nicht, alle anderen Kosten sind bei uns, genau. Einen Gewinn gibt es nicht, und wenn es einen gäbe, dann würde er beim Land bleiben, ja. Gut, der Herr Dr. Brandstätter hat sich zu Wort gemeldet. Gibt es dann danach noch weitere Wortmeldungen? Der Stadtrat Schimmer noch, bitte. Ja, ich habe es schon an anderer Stelle gesagt, wir haben in einen sauren Apfel zu beißen, weil, und da schließe ich an das an, was der Bürgermeister gerade gesagt hat, die
Gesundheitspolitik in Wirklichkeit versagt hat. Das Problem hat sich seit Jahren abgezeichnet. Wir sind auch nicht die einzige Gemeinde, die von dieser unangenehmen Situation betroffen ist. Und die, würde ich sagen, Untätigkeit oder jedenfalls nicht ausreichende Tätigkeit der Gesundheitspolitik, sowohl was den Bund betrifft, meines Erachtens auch was das Land betrifft, geht eigentlich auf Kosten der Patienten und das ist meines Erachtens abzulehnen. Es sind eine ganze Reihe von Fragen aufgetaucht, die wir wahrscheinlich noch diskutieren werden. Also zum Beispiel die Frage, wird ein Arzt für ein ganzes Jahr abgestellt oder eine Ärztin? Oder kann das sein, dass jemand abgestellt wird und der macht das gewisse Zeit oder machen das zwei, die sich abwechseln oder in welcher Form wird das stattfinden? Schließlich ist es so, dass die praktischen Ärzte normalerweise sozusagen auch Vertraute von Familien sind und wenn das ständig wechseln würde, wäre das wahrscheinlich ungünstig. Also ich denke, es sind einfach wirklich viele Fragen offen, die meines Erachtens geklärt werden sollten im zuständigen Ausschuss, aber vielleicht auch im Rahmen des Gemeinderates. Und ein weiteres Problem habe ich noch, und das ist das Problem mit so grundsätzlichen Beschlüssen, weil ich grundsätzlich so grundsätzliche Beschlüsse nicht für gut halte, sondern ich bin der Meinung, man sollte dann, wenn es was Konkretes zu beschließen gibt, dieses Konkrete zu beschließen. Also ich bin dafür, dass man so einen Antrag stellt, aber den Bürgermeister jetzt auch gleich zu beauftragen, alle erforderlichen Schritte, um das umzusetzen, durchzuführen, da tue ich mir jetzt ein bisschen schwer damit. Ja. Vielen Dank. Ich kann den Herrn Dr. Brandstätter beruhigen. Die Bevollmächtigung reicht nur so weit, dass die Schritte gesetzt werden. Ich kann nicht einen Mietvertrag abschließen. Dazu braucht es einen Gremialbeschluss. Ich kann kein Geld alleine ausgeben, aber ich kann alles so weit anleiern, dass nicht ein einziger Tag unnötig vergeht und dass wir zum ehestmöglichen Zeitpunkt zu arbeiten beginnen. Das heißt, ich beginne Verhandlungen, ich beauftrage die LGA. Ich habe schon, ehrlich gesagt, Vorgespräche natürlich geführt, damit es jetzt so weit gekommen ist. Der Antrag muss natürlich dann auch auf Landesebene einmal bewilligt werden, nachdem diese formalen Kriterien erfüllt wurden. Und erst wenn das alles geprüft wurde, dann werden die nächsten Schritte Thema sein. Und da werden wir noch genügend Gelegenheit haben, in Ausschüssen und natürlich auch in einem Stadt- oder und Gemeinderat darüber zu besprechen, also zu diskutieren und auch eine Entscheidung gemeinsam herbeizuführen. Aber wenn wir jetzt diese, es ist letztlich ein ganz klar formulierter Beschluss, nämlich dass wir formell die Landarztgarantie beim Land Niederösterreich ziehen, also anmelden, dass wir das machen wollen. Über die Details kann man jetzt zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch gar nicht viel mehr wissen, weil es ja auch abhängig ist davon, wen die LGA findet. Wenn die einen Interessen hat, der sagt, einen Interessenten hat oder eine Interessentin hat, die sagt, ich mache das ab 1. Juli, dann ist das natürlich was anderes, als wenn es wirklich, so wie du es skizziert hast, womöglich mehrere gibt, die sich da jetzt tageweise diese Ordination teilen, das nur halb so attraktiv für uns sein wird. Also viele Fragen können dann im Prozess beantwortet werden und heute noch nicht. Und ich denke, dass diese heutige, wenn man so will, kurzfristige Beauftragung nicht geeignet ist, dass ich meine Macht als Bürgermeister ausspiele durch die von euch hier ausgesprochene Ermächtigung, sondern einfach nur daran, dass unbürokratisch etwas sehr schnell vorangetrieben werden kann und nicht unnötig verzögert wird. Also ich bitte hier schon auch um das nötige Vertrauen, dass ich hier dasselbe will, was ihr alle wollt, nämlich dass unsere Bevölkerung nicht unnötig lang auf den vierten Hausarzt verzichten muss, aufgrund von Umständen, die wir nicht zu verantworten haben. Herr Stadtrat Schimmer, bitte. Ich kann meine Wortmeldung mittlerweile sehr kurz halten, weil sehr vieles schon beantwortet wurde und auch gesagt wurde. Ich glaube, es ist ganz wichtig und wir haben uns ja gemeinsam dazu entschieden, sehr viel zu investieren, um möglichst bald für unsere Bevölkerung wieder eine funktionierende ärztliche Versorgung bereitstellen zu können.
Mir ist schon klar, das ist nicht primär unsere Aufgabe, aber es ist unsere Verantwortung unseren Mistelbacherinnen und Mistelbachern gegenüber. Und wenn es jetzt eine Möglichkeit gibt, dass aufgrund dessen, weil der Herr Bürgermeister sich schlau gemacht hat, seine Kontakte gepflogen hat und zu einer Möglichkeit kommt, relativ bald massiv beizutragen, dass die ärztliche Versorgung in Mistelbach sich wesentlich verbessert, so wäre es, glaube ich, meiner Meinung nach ein ganz, ganz großes Vergehen, das nicht zu ziehen, diese Landarztgarantie. Und wir sollten keinerlei Zeit verlieren, um die ärztliche Versorgung in Mistelbach für seine Bürgerinnen und Bürger möglichst bald zu verbessern. Dass das Ziehen der Landarztgarantie nicht das Nonplusultra ist, ist vollkommen klar. Aber ich glaube, in der derzeitigen Situation ist jeder Schritt, der nur eine geringere Verbesserung darstellt, eine Verbesserung. Und wir sollten alles unternehmen, die Situation, wie wir sie jetzt haben, möglichst bald, möglichst schnell zu verbessern. Herzlichen Dank. Gut, weitere Wortmeldungen? Die Frau Gemeinderätin Liebminger hat das letzte Wort. Werden wir sehen, ob es das letzte ist, aber jedenfalls ist sie jetzt am Wort. Na, meine ist blauer. Also, werte Kollegen, werte Zuschauer zu Hause, Sie bewegen sich doch, kann man sagen. Vor ungefähr einem Jahr habe ich einen Dringlichkeitsantrag eingebracht, der unter anderem neben der Reduzierung der Luftsteuer auch da angesucht hat, dass man die Schanigartengebühr reduziert. Das ist jetzt ein Jahr später passiert. Und vor 4 Jahren hat unsere Fraktion einen Dringlichkeitsantrag gestellt, um, da gab es den Herrn Dr. Kienast noch, um das zu forcieren, dass wir weitere Hausärzte bekommen. Ich unterstütze das, ich bin sehr froh, dass das jetzt endlich angegangen wird, nach 4-jähriger Verzögerung. Ich gebe allerdings zu denken, dass unter anderem bei diesen Kriterien drinnen steht, dass es keinen Paragraph 2 Allgemeinmediziner innerhalb von 10 Minuten erreichbar geben darf, damit das in Anspruch genommen werden darf. Naja, aber kommt drauf an, wenn du sagst, von 7 Hirten fährt man schon eine Weile, dann kannst du ihn auch nicht in Mistelbach ansiedeln, sondern musst ihn wahrscheinlich auch weiter draußen ansiedeln. Und wie gesagt, alleine deswegen befürchte ich, wird das Land da nicht mitspielen. Und ich bitte darum, dass das auch jetzt schon daran gearbeitet wird, auch wenn man das einbringt, an Alternativen, falls das nicht funktioniert. Gut, also ein kurzes Statement dazu. Die Frau Stadträtin wird es bestätigen, wir arbeiten eigentlich seit dem überraschenden Abgang des Dr. Kienast auf Hochdruck daran und versuchen uns als Braut so hübsch wie möglich zu machen, dass man in Mistelbach eben eine weitere Kassenstelle hier besetzen können. Wir sind aber ehrlich gesagt nicht die Einzigen, die das Problem haben. Das ist Land auf, Land ab ein Riesenthema, dass man offenbar, dass der Beruf des Landarztes, des niedergelassenen Kassenarztes einfach schon mal attraktiver war. Das ist einfach ein Problem, das in Mistelbach nicht alleine ist. Ich denke, wir arbeiten wirklich da mit vereinten Kräften und Schulter an Schulter, dass es gelingt. Da spielt Parteipolitik auch, glaube ich, überhaupt keine Rolle. Das Ziel ist es, dass man die Ärzteversorgung nachhaltig sicherstellen. Und das ist jetzt ein kleiner Mosaikstein, der seinen Beitrag dazu leisten soll, dass es besser wird. Insofern stelle ich jetzt also den Antrag, wie vorgetragen, diese Vorgangsweise zum Thema Landarztgarantie. Doch noch eine kurze Wortmeldung. Hat danach noch jemand eine kurze Wortmeldung? Werden wir schauen. Ganz kurz, es ist gleich vorbei. Natürlich, wie es der Gemeinderat Rausch schon gesagt hat, sind auch wir als SPÖ dafür, dass die Gesundheitsvorsorge unserer Bevölkerung sichergestellt wird. Ich hätte aber gerne, dass bei den Gesprächen die Ausschussvorsitzende, die Roswitha Janka, mit eingebunden wird. Das wird sich machen lassen. Ich bitte also jetzt hier den Antrag zur Abstimmung zu bringen. Machen wir es einmal kurz und schmerzlos. Wer ist für diese skizzierte Vorgangsweise? Ich sehe viele erhobene Hände. Gibt es auch Gegenstimmen?
Die gibt es nicht. Gibt es Enthaltungen? Es gibt eine Enthaltung vom Herrn Gemeinderat Rausch gegen das Ziehen der Landarztgarantie. Damit ist aber dieser Antrag mehrheitlich angenommen. Herzlichen Dank dafür. Jetzt kommen wir zum Tagesordnungspunkt 20. Das ist der neue Tagesordnungspunkt. Und zwar im Wesentlichen, ich versuche es kurz zusammenzufassen, wir sollen beschließen, nach Vorschlag vom Gemeinderat Rausch, dass wir im zuständigen Ausschuss Argumente und Konzepte entwickeln, um das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung sowie die Bildungsdirektion Niederösterreich davon zu überzeugen, eines der geplanten Gymnasien in Mistelbach zu errichten. Jetzt darf ich nur kurz verständnishalber nachfragen, Herr Gemeinderat, du meinst Edengera 3? Generationen. Passt. Die zuständigen Verantwortlichen in der Gemeinde werden beauftragt, Kontakt mit dem BMBWF sowie der Bildungsdirektion Niederösterreich aufzunehmen und Lobbyarbeit für den Standort Mistelbach zu leisten. Ich sehe hier auch durchaus den Herrn Gemeinderat Dr. Feichtinger mit einzubinden als zuständigen Gemeinderat für Bildung. Ich denke, wir können diesen Antrag schon zur Abstimmung bringen. Wer ist dafür, dass diese Vorgangsweise so gewählt wird? Gibt es Gegenstimmen oder Enthaltungen? Die gibt es nicht. Einstimmig angenommen. Ganz herzlichen Dank. Ich darf, die Uhrzeit weiß ich jetzt nicht, weil ich keine Uhr bei mir habe, die heutige Gemeinderatssitzung schließen um 21.21 Uhr. Bedanke mich für die konstruktive Mitarbeit, wünsche allen Zuseherinnen, Zusehern und den 3, 4 Besuchern hier noch einen schönen Abend und alles Gute und viel Gesundheit. Auf Wiedersehen. Zum nicht öffentlichen Teil darf ich in der Zwischenzeit die Stadträtin Hugel bitten. Wir schaffen es jetzt sicher gemeinsam, dass wir immer die Tagesordnung um eins höher zählen, dann stimmt es nämlich auch wieder. Danke. Also 21 Bestandsverträge. So schnell wie möglich. Bestandsverträge. Die Familie.